Hier war das, ne? Da. Ja gut, moin. Moin Max. Moin Erik. Moin Hummelchen. Mir geht's gut. Wie geht's dir? Wie geht's euch? Ich habe mich heute mal spontan dazu entschieden. Ich hatte gerade so richtig Bock live zu gehen. Wir haben zwar erst Montag, aber ist scheißegal. Ralf Kunzmann, servus. Servus. Moin moin, moin Michael. Gruß von hier. Ja, Gruß aus da. Moin Lars. Blechdosenfahrer, schreibt er. Moin, da ist der Schubbodenfahrer ohne Pumpe im Auto. Tatsächlich, ich bin tatsächlich gerade nur am Trailer hinterherfahren. Moin Matze. Moin Benedikt. Das ist schön, dass es dir gut geht, soweit Hummelchen. Moin Dennis. Krüppel aus Neustadt-Glewe. Ralf Kunzmann, wo bist du? Ich stehe in Norwegen. Wo treibst du dich rum? Ich stehe in Norwegen. Kurz hinter Haldesand, Holdestrand. Irgendwie habe ich schon wieder Holmestrand oder so. Habe ich schon wieder vergessen. Seitdem du wieder Videos machst, geht es mir gut. Das ist aber schön. Das hast du schön geschrieben. Das freut mich. Schön, dich mal wieder live zu sehen. Ja, mich freut es auch. Ich hatte gerade so richtig Bock, obwohl heute eigentlich erst Montag ist. Aber ich hatte gerade so richtig Bock. Ich habe jetzt noch das Real-Schnack-Video hinten aufgenommen auf dem Balkon. Und da habe ich gedacht, ey, was machst du denn jetzt? Hier ist noch so gar nicht dunkel draußen. Da habe ich gedacht, weißt du was, ich habe so richtig Bock live zu gehen. Da habe ich gedacht, dann machen wir das mal. Mal das Knöpfchen drücken hier. Hallo. Er will nicht. Er will nicht. Moment. Muss ja nur irgendwie... Jetzt. Jetzt hat er es hingekriegt. So, jetzt kann ich wieder lesen. Moin Roland. Moin Mario. Grüße aus Holland. Grüße nach Holland meine ich. Kalt bei dir. 9 Grad haben wir hier. Aber Colorline ist schon geile Fähre. Geil als Fähre. Richtig geil. Alter, ich habe noch nie so eine geile Überfahrt gehabt. Ich schwör's dir. Und ich war in meinem ganzen Leben gestern Abend oder gestern Nacht das zweite Mal auf der Disco. Richtig geil. Oh, hier läuft Mucke. Alter, geht gar nicht. Geh aus. Die Fähre ist richtig Porno, Alter. Ohne Scheiß, die ist richtig geil. Also ohne Scheiß, ich wäre am liebsten gar nicht runtergegangen von dem Schiff, Junge. Das ist einfach, es gibt einfach alles auf dem Dampfer. Das ist einfach so. Mega geil. Ja, moin Lenksachse. Moin Monchichi. Hallo Rollo, wie geht's dir? Moin Manuel Gabi. Mir geht's gut. Mir geht's gut, wie geht's dir? Alter Schrottfahrer. Ja, ein bisschen. Ich könnte mich echt dran gewöhnen, Lars. Ohne Scheiß. Ich könnte mich da echt dran gewöhnen, an dieses Schubbodenfahren. Was fährst du? Ich habe jetzt gerade einen Schubboden hinter. Moin Rollo. Mit Pass kommt man auch nach Norwegen. Mit Pass? Was meinst du mit Pass? Im Schubboden ist nichts drin, der ist gerade leer. Wir haben heute so gehäckselten oder geschredderten Aluschrott abgeladen. Beziehungsweise mein Kollege, der steht vor mir. Ich habe die Trailer nur mit quasi hier hochgebracht. Ich könnte ihn zwar mit Schaufel und Besen abladen, aber dann wäre ich wahrscheinlich immer noch nicht fertig. Moin Ronny, warum fährst du jetzt Schubboden? Ich habe, warum, keine Ahnung. Mein Chef sagte zu mir, ich habe zu wenig Autos mit Pumpe.
Aber irgendwie muss der Schrott ja hier hoch. Und wir sind zu viert hier tatsächlich. In Norwegen gerade. Eine kleine Überraschung. Habe tatsächlich nächste Woche Urlaub. Keine Ahnung, was mein Chef geritten hat. Oh, mega geil, Michael, Alter. Dann genieß deinen Urlaub auf jeden Fall. Auf jeden Fall, Mann. Gönn dir den Urlaub, Mann. Moin, André. Moin, Manu Leon. Musikus, super und fahren ist auch hammer entspannt. Also ich muss sagen, ich habe ja nichts gemacht, außer ich habe umgesattelt und habe einen Hinterhalt. Ne? Alles andere muss mein Kollege machen, der André. Der muss dann erst seinen abladen, dann müssen wir umsatteln, dann muss er meinen auch noch abladen. Und genauso machen wir das dann am Mittwoch auch nochmal. Es war schon zur Kieler Woche drauf, zur Besichtigung. Das Geld würde für krebskranke Kinder gespendet. Echt? Habt ihr da eine Rundfahrt mit dem Riesenschiff gemacht oder was habt ihr da gemacht? Das ist so ein geiler Dampf. Ich habe so geile Leute kennengelernt. Mega, Mann. Mega geil. Und ich war das erste Mal seit keine Ahnung wie vielen Jahren wieder auf einer Disco, Junge. Hammermäßig, Junge. Das ist das Beste, was geht. Geile Fähre mit allem, was man sich wünschen kann als Fahrer. Ja, Ralf, Alter, das ist echt so. Auf dem Schiff, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, aber ich habe ohne Scheiß, wir haben da gestern in der Runde gesessen mit zwei Holländern. Da war noch ein Schweizer, ein Deutscher, der für einen Norweger fährt und meine beiden Kollegen, also André und Jan, haben wir da gesessen. Und ich habe zu den allen gesagt am Tisch, das Schiff hat alles. Wirklich, du kannst auf dem Schiff alles kaufen, dir besorgen, essen, trinken. Ja, das Schiff hat einfach alles, ja. Das Einzige, was das Schiff nicht hat, ist ein Puff. Der fehlt noch. Ansonsten ein einfacher, für einen LKW-Fahrer ist das schon, würde ich sagen, ein kleiner Luxuskreuzer ist das schon irgendwie. Ne? Wenn man da auch durch den Flur durchgeht, da mit den Lichtern am Boden und dann hast du über den Pub zum Beispiel da, da sind ja nochmal so eine Luxuszimmer oder wie auch immer die da genannt werden. Das ist richtig geil, das ist mir erst gar nicht aufgefallen. Das sieht aus wie so ein, ja, wie als würdest du in Irland durch irgendeine Fußgängerzone laufen. Moin Ingo! Muss schon sagen, ein gelber LKW steht dir besser. Ja, danke schön. Ich hoffe, ich darf ihn behalten. Reisepass hast du doch jetzt als Andenken vom Kersten. Nein, ich habe keinen Reisepass. Habe ich mir nicht beantragt. Nee, habe ich mir nicht beantragt. Tatsächlich. Norwegen im Vertrag mit drin. Naja, was heißt im Vertrag mit drin? Also ich kann ja im Europa-Netz kann ich ja meine Daten wie zu Hause nutzen. Und es in Norwegen gab es 2017 oder so mal ein Abkommen, dass ich trotz, dass die nicht zur EU gehören, dass ich aber trotzdem meine Roaming-Daten von zu Hause nutzen kann. Macht die Schweiz leider nicht. Wäre aber ganz cool, wenn sie das machen würde. Na, alles frisch bei dir? Ja, bei mir ist alles gut soweit. Und bei dir? Gruß von Ela, komme gerade aus Chemnitz wieder. Na wunderschön, schöne Grüße an deine Frau zurück. Actros, mein Herz blutet, könnte mein Boss immer noch schütteln. Ja, das glaube ich dir, das glaube ich dir. Ich bin auch echt froh, den zu fahren. Der ist echt, auch wenn er keine Solo-Star-Ausstattung hat, aber ist ein echt geiles Schiff, hätte ich jetzt bald gesagt. Hast du noch Kontakt mit Andi? Nein, habe ich nicht. Nein, wie die beladen würde bis 14 Uhr, könnte man besichtigen mit Karten. Ah, okay. Das ist auch eine feine Sache. Der Name von dem anderen wird hier nicht erwähnt. Benedikt, ja. Siehste. Engelchen ist auch da. Moin, Kübelknecht. Schön, dass du auch hier bist. Freut mich. Dennis. Moin, wie geht es dir? Mir geht es soweit ganz gut. Und dir? Ich finde Actros, Musikus, ich finde Actros gar nicht so schlimm. Bis auf die Phase, wo er keinen Gang findet. Kriegt auch bald einen. Ich muss dir sagen, also vom Getriebe, also vom Fahren allgemein mit dem Actros, vom MP4 auf den jetzt hier, das ist ein himmelweiter Unterschied. Kann ich dir echt nur sagen. Der zieht viel besser. Der schaltet schneller tatsächlich, wenn ich jetzt in den Berge bin und ich drücke das Gaspedal in den Kickdown rein, dann schaltet der einen Gang runter in den 11. und der hält den 11. Gang so lange, bis ich den Kickdown wieder loslasse.
Der zieht echt gut, also das kann ich nicht sagen. Das Einzige, wo er beim Schalten echt lange braucht, das ist, wenn du ganz schnell vom Vorwärts- und Rückwärtsgang schalten tust, beim Rangieren oder sowas. Aber ansonsten, tipptopp. Also diese Macken, auch dieses Gehüpfe beim Rückwärtsrangieren, den kannst du viel sanfter jetzt rückwärts aufsatteln oder sowas. Geht viel einfacher. Der Standgas ist vielleicht ein bisschen hoch, weil der zieht immer gleich ein bisschen schneller an. Deswegen, aber sonst komplett anderes Fahren. Ernsthaft, komplett anderes Fahren. Das Einzige, was Actros eigentlich immer noch nicht hingekriegt hat, und das kriegen sie beim Nachfolger wahrscheinlich auch nicht hin, das ist diese Geräuschkulisse, wenn du fährst. Moin, Schwan! Grüß an dich, wir haben dich vermisst. Ja, ich habe euch auch vermisst, du. Ja, bei mir auch alles frisch. Den Hundewelpen geht es auch, die laufen schon eine Weile rum. Das ist wunderbar, Manu, das ist echt wunderbar. Ich habe schon gesehen, du hast mir geschrieben, aber ich bin noch gar nicht dazu gekommen, mir das anzugucken. Matze, die Kreuzfahrt für den kleinen Mann, aber geil. Ja, ernsthaft, Matze, das ist ein richtig geiles Schiff, Mann. Ohne Scheiß. Richtig geil. Ich bin auch erst nachts um 2 oder was ins Bett gekommen. Steve Gatsch, moin! Schön, dass du auch da bist. Mir geht es gut. Das freut mich, dass es dir gut geht. Habe ich sehr gerne mit Colorline wegen den Krebskinder. Ja, ist auch eine schöne Sache eigentlich, ne? War ja nur die gleiche Firma. Trotzdem kann man ja den Kontakt halten. Nee. Nee, nee. Also hätte ich tatsächlich, aber das liegt ja nicht an mir. Ich weiß noch nicht, was ich bekomme, ob MP4 oder MP5. Nein, der MP5 hat auf jeden Fall diese Schaltprobleme. Definitiv. Und der, den ich jetzt habe, der hat das nicht. Dennis, ist das ein Big Space oder Gigaspace? Das ist ein Gigaspace, 1851, ja. Ist das. André, der hat eine Nummer kleiner, der wollte den kleineren haben. Du wolltest doch immer Norwegen und Finnland fahren. Fährst dich der Wechsel zurück doch schon gelohnt. Da hat sich definitiv gelohnt, ja. Also ich war auch ganz überrascht, weil eigentlich hatte ich ja am Wochenende was vorgehabt. Und da habe ich dann den Anruf gekriegt, mit dem Schubboot nach Norwegen zu fahren. Und da habe ich direkt ja gesagt. Direkt. Und von mir aus, wenn wir Mittwoch zurück sind, gleich wieder nach Hamburg laden und wieder hier hoch. Mit der Colorline, mit der ich gestern gefahren bin. Das ist ein geiles Schiff, Junge. Ich schwör's euch. Ich sag ja, Actros. Ja, Michael. Da musst du mit deinem Chef, glaube ich, nochmal ein Wörtchen reden. Moin Dirk, Hallöchen Herr Hasselröder und Rockstar. Ja, momentan trinke ich aber tatsächlich viel Monster. Und zwar gab es mal eine Tankstelle, die hatten keinen Rockstar. Und da habe ich mir dann einfach mal diesen hellblauen hier geholt. Von Monster, soll jetzt keine Schleichwerbung sein oder so. Der schmeckt mega geil, Mann. Ernsthaft. Seitdem, ich trinke jetzt momentan ein paar Tage jetzt, ein paar Wochen schon. Monster. Aber Rockstar natürlich auch. Selbstverständlich, mein Lieblingsenergy, der muss immer da sein. Das mit dem richtigen Gang suchen ist tatsächlich seit der MP5-Serie nicht mehr so. Und die Actros L-Serie ist vom Getriebe und der Übersetzung her noch besser. Ja, das stimmt, Kügelknecht. Aber du hattest mir doch mal eine WhatsApp geschickt, ne? Mit den USB-Anschlüssen, die hinten an der Steckdose sein sollen, ne? Ich habe da keine. Oder ist das ausstattungsabhängig dann? Alles wieder okay, da hoffe ich es. Selbstverständlich. Ja, alles gut, morgen bekommst du wieder Bilder von den Lippen. Du musst erstmal wieder weg, muss noch ein bisschen arbeiten. Dir noch einen schönen Abend. Ja, und dir auch und schöne Schicht und schöne Grüße an die Leute, die man so kennt. Maule Paule, erzähl mal was vom Schubboden. Wie ist der erste Eindruck? Entspannt. Also ich habe den ja beladen gehabt. Ist beladen könnte oder hätte schneller gehen können, aber die haben das mit so einem komischen Greifer gemacht, mit so einem komischen Kran. War aber doch relativ entspannt, also ich musste nicht viel machen, außer die Plane aufdrehen.
dann hat er das Zeug da reingeschmissen, hat mit so einem Stein das Zeug noch runtergedrückt und dann habe ich die Plane zugerollt und das war's. Und dann bin ich losgefahren. Ne? Und vom Abladen her, ich war mit André heute hier drinnen im Werk und der hat abgeladen, also abgeschoben und das war alles easy aus. Ich meine, erst war ein bisschen viel hin und her gelaufen, weiß nicht warum, gucken oder wie viel noch drin ist oder was, keine Ahnung. Aber ich denke, man kann sich dran gewöhnen, ans Schubboden fahren, also definitiv. Wäre eine geile Sache. Also wäre ich nicht dagegen, wenn ich Schubboden fahren würde. Keine Frage. Es gibt mit Sicherheit mit dem Schubboden auch unschöne Sachen, die man fahren tut. Müll zum Beispiel, aber ja gut. Man kann nicht alles haben, ne? Ich lass mich mal überraschen. Ja, lass dich mal überraschen. Da kannst du dich überraschen lassen. Hör einfach mal zu. Bin im Bett. Wirklich schön, dass du wieder live bist. Ja, hör mal einfach zu. Schön, dass du da bist. Ja, ich hatte eigentlich im Zivil-Schnack-Video gerade schon das angesprochen, aber das kriegt er erst am Donnerstag zu sehen. Eigentlich, wenn wir regulär live gehen. Da hatte ich nämlich, oder wollte ich euch fragen, ob ihr Bock drauf habt, zweimal die Woche live zu gehen. Jetzt verstehst du, warum ich nur ungern mit dem 79er Kontakt haben möchte. Will nur die Kohle zurück. Ja, Michael, du, ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch da, auch bei ihm keine Ahnung, was ihn da, es sind wohl irgendwelche Gerüchte, keine Ahnung, ist mir auch bocklos. Wenn man mit mir nicht redet, dann hat man Pech so und aus dem Kindergarten aller bin ich einfach raus. Und mehr möchte ich dazu auch wirklich nicht sagen, Leute. Warum hast du die Firma Kersten verlassen? Hat dir nicht gefallen? Ich wurde verlassen von der Firma Kersten. Also ich wurde entlassen, sagen wir mal so. Skandinavien immer gerne gefahren. Ja, ich fahre auch sehr gerne Skandinavien. Sehr, sehr gerne. Jetzt fehlt mir nur noch Finnland. Dann habe ich Skandinavien einmal komplett gesehen. Nur noch Finnland fehlt mir. Aber wie gesagt, Skandinavien wisst ihr ja sowieso, ich bin so gerne hier oben. Da gibt es kein Ja, Nein, Vielleicht. Ja, dann fahre ich. Ist mir egal. Das ist einfach so. Und das ist, wenn ich jetzt hier, ich weiß nicht, ob man das so im Hintergrund ein bisschen sehen kann, aber ich stehe direkt am Wasser. Das ist einfach mega, Mann. Einfach mega geil. Dennis, warum schreibst du alles groß? Rollo, wenn du die Power-Taste am Gangwallhebel drückst, brauchst du den Kickdown nicht mehr. Die Power-Taste? Du meinst da, wo du umstellst von Automatik Öko Plus, dann einmal Öko Normal, Normalautomatik und manuell? Oder wie, was, welchen Knopf meinst du da jetzt? Energy ist ungesund. Das macht nichts, aber der hält wach. Aber Kielerförde ist schon interessant zu fahren. Bei Labö wird die Fahrrinne sehr eng zum Fahren. Das weiß ich nicht, Lars. Das kann ich dir so gar nicht sagen. Und Rollo, läuft's bei dir? Ja, alles schick. Alles schick. Und bei dir? Hast du schon mal Gönnergy Energy probiert? Nein, habe ich nicht. Das ist auch genauso wie Red Bull, habe ich zwar mal probiert, ja, aber es ist nicht meins. Definitiv nicht. Und so eine komischen Geschmäcker auch nicht. Also es gibt Menschen, die mögen das, aber mein Fall ist es nicht. Ja, live. Du meinst jetzt wegen, ach so, wir sind jetzt hier beim zweimal live gehen. Also habt ihr da Bock drauf, zweimal live zu gehen, ja? Live super, mach das. Ja, zweimal, mach das. Hast du was falsch gemacht? Keine Ahnung. Also wenn ich was falsch gemacht haben soll, dann ist dieser Fehler nicht auf meinen Mist gewachsen. Ich habe ihn zwar umgesetzt, den Fehler, aber ich habe das nicht verursacht, dass es ein Fehler wurde, sagen wir mal so. Bester Mann, bleibst du wie du bist, LG, Holle und Sabrina. Ja, ich bleibe auf jeden Fall so wie ich bin. Und schöne Grüße an dich und Sabrina. Auf jeden Fall, Rollo. Ja, das ist tatsächlich ausstattungsabhängig. Ah, okay, dann kann das natürlich sein, dass ihr das nicht habt. Weil ich habe jetzt hier hinten auch geguckt gehabt, da ist
Da ist nichts, oben auch nicht. Also ich habe nur diese beiden USB-C-Anschlüsse hier an der Seite über dieses kleine Tischlein, was hier unten in der Ecke ist. Ansonsten hat er hier gar nichts. Für Finnland würde ich auch was drauflegen zum Anschauen. Ja, fehlt mir jetzt nur noch Finnland. Dann hat er alles gesehen. Rollo, wer weiß, wofür es am Ende gut war. Dauernd hoffen, dass man am Wochenende wieder aus Italien rauskommt, ist auch kein Lebensziel. Das hat mich eigentlich gar nicht gestört, das Italien fahren oder dieses Samstagsarbeiten, das hat mich echt nicht gestört. Muss ich einfach mal dazu sagen. Ich finde es einfach nur schade, wie es gemacht wurde, aber das ist gut. Machen halt, die Leute machen es halt so, wie sie es denken. Ich bin halt ein Mensch, ich gehe auf die Leute zu, wenn was scheiße ist und sage, ey, was war das oder was hast du gemacht oder hast du das gemacht? Aber das, ja, ist halt so. Wie viel hat der Actros gelaufen? Der hat jetzt, also gekriegt habe ich den mit 44.000. 43 oder 44.000 und jetzt habe ich 53.275 Kilometer. Es geht. Baubranche hat einen Knick weg. Viel Zwangsurlaub die letzten 14 Tage. Okay, das ist ja nicht schön. Das ist ja nicht schön. Aber Urlaub ist auch schön, ne? Aber ist auch blöd, wenn du da nichts verdienst, ne? Guten Abend in die Runde. Moin JP. Walki fahren ist eine saubere Sache. Man hat kaum Probleme mit Lasi. Ja, jetzt wo du mir das über erklärt hast in WhatsApp, was Walki ist. ja, es ist tatsächlich, also es ist entspannt, wirklich sehr entspannt. Also das Laden war entspannt, habe ja nicht viel gemacht, außer rückwärts irgendwie rein zu rangieren da in die Gasse da in Hamburg. Dann wurde das Zeug da oben reingeworfen, dann hat das platt gedrückt und dann konnte ich wieder abhauen. Mal Plan halt noch zu machen, ne? Aber ansonsten easy. Ich wäre heute ja mit demselben Schiff wieder zurückgefahren, aber dadurch, dass ich keine Pumpe am Auto habe, konnte ich die Paletten nicht laden, weil die haben da keine Rampe, ich muss die reinziehen, die Paletten. Und das geht ja nun nicht ohne Pumpe. Leider. Sonst wäre ich mit demselben Schiff heute wieder zurückgefahren. Also wäre ich jetzt auf dem Schiff wieder zurück. Schade, dass ich keine Pumpe habe. Das ist echt ein Bombendampfer, Junge, ehrlich. Richtig geile Leute kennengelernt da. Marcel Bergmann, moin. Ich gucke deine Videos an. Eine Frage, was fährst du gerade für LKW? Ein Mercedes Actros fahre ich gerade. So am See stehen ist schon geil, aber im Sommer hast du in Norwegen teilweise ein Mückenproblem. Ja gut, das Mückenproblem haben wir eigentlich überall, ne? Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, 9 Grad hier in Norwegen, Pulloverwetter, ohne Scheiß. Die Sonne hat so viel Kraft, das glaubt man gar nicht. Ne? Also in Deutschland bei 9 Grad, da renne ich mit Jacke draußen rum. Hier kannst du echt gut eine halbe, dreiviertel Stunde im Pullover draußen rumlaufen, bevor dir anfängt kalt zu werden. Eigentlich müsste ich böse mit dir sein. Habt ihr gesagt, dass ich nicht gerne hervorgehoben möchte und du in deinem Video lobst du mich, schäm dich. Ja, ich muss mich ja bei dir bedanken. Ich meine, du bist ja immer mit mir einkaufen gefahren, auch unter der Woche nachher dann, ne? Und am Wochenende. Da kann man auch ruhig mal auch Danke sagen. Zumal du das ja selber auch öffentlich angeboten hast hier im Livestream. Für die sich da noch dran erinnern können. Bevor ich meinen Führerschein abgegeben habe, hast du hier im Livestream geschrieben gehabt, ich kann ja mit dem Rollo einkaufen fahren. Also habe ich mich auch öffentlich bedankt dafür. Schappe. Musst du durch. Christian K. Gelb steht dir auch besser, aber cool, dass sie dich zurückgenommen haben. Ich war ganz perplex, weil mein Seniorchef hat mich tatsächlich angerufen. Ich habe bei Neumann gar nicht angerufen. Aber ich finde auf jeden Fall auch wieder schön, hier zu sein, definitiv. Also ich habe das jetzt auch die letzten Touren habe ich auch echt genossen, auch die alten Kunden, viele alte Kunden, die sind auch zu mir gekommen, also schön, dass du wieder da bist, gerade auch da in Wismar, wo wir das Holz laden, der hat meine Videos sich mal reingezogen und hat auch gesagt, finde er gut, ne? Und da sind einige in Wismar, die gesagt haben, ey Mensch, du bist ja doch wieder da und schön, dass du wieder da bist, das ist halt, finde ich cool. Und das hat man selber auch vermisst, so einige Kunden, ne? Muss ich ganz ehrlich mal so sagen.
gut, dass ich jetzt mal tatsächlich, ich wusste ja damals schon, dass das Neumann auch hin und wieder nach Norwegen fährt. Aber dass ich jemals nach Norwegen fahre in dieser Firma, habe ich noch nie drüber nachgedacht, weil ich einfach kein Schubboden gefahren bin. Und hier hochfahren eigentlich nur unsere Schubböden. So, und dass ich jetzt tatsächlich doch mal in den Genuss komme, hier nach Norwegen zu kommen. Erste Sahne. Affengeile Landschaft hier. Ernsthaft. Mega geil. Kommunikationsprobleme halt. Ja, das ist richtig, Dirk. Das ist richtig. Wer nicht spricht, dem kann auch nicht geholfen werden. Ne? Das ist so. Heidewitzka, 77 Mann sind wir, Alter. Was ist hier los? Mensch, schön, dass ihr alle so zahlreich erscheint hier. Das freut mich megamäßig. Was passiert ist, tut nichts. Du bist wieder da. Das ist super. Ja, das finde ich auch super. Das finde ich auch wirklich sehr schön. Und ich habe auch richtig Bock gehabt, gerade live zu gehen, Leute. Ohne Scheiß. Ich musste hier, keine Ahnung. Ich habe Melli noch eine Sprachnachricht geschickt eben und da habe ich gesagt, weißt du was, ich gehe jetzt live. Ich habe jetzt Bock. Mich würde das ja schon interessieren mit der Firma. Ja, mich würde das auch interessieren, was der wahre Beweggrund dafür war. Keine Ahnung. Wurde mir nicht gesagt, hat mit mir keiner gesprochen. Die Kündigung, das wurde alles telefonisch gemacht, nicht persönlich. Shit happens. Richtig, Twan. Hauptsache Rollo ist wieder da. Sehr schön. Das freut mich, dass ihr mich so vermisst habt. Aber ich habe euch genauso vermisst. Genau, Rollo. Man verdient ja nichts. Hört nur im Radio eine Konkursmeldung nach der anderen. So schlimm jetzt hier oben bei euch. Aber wobei der Schrottpreis, da muss ja bei euch wieder so richtig hochgegangen sein jetzt hier, ne? Weshalb wir jetzt hier mittlerweile schon mit 4, 5 Autos von uns hier oben bei euch unterwegs sind. Der eine ist gerade Richtung Bergen hoch, einer steht in Oslo und André und ich, wir stehen hier bei Holmestrand. Holmestrand? Halmestrand? Holmestrand? Irgendwie so. Hat mir ein anderer Arbeitskollege von uns, der Mike, hat mir gesagt gehabt, weil wir gesagt haben, dass wir hier stehen bleiben. Ich wollte ja eigentlich mit meinem Bier dann da unten sitzen und mein Bierchen trinken, ganz gemütlich, so wie ich das in Rot auch gemacht habe, unten am Fluss da. Ne? Hat er gesagt, wenn das der Fall steht, kann es hier sehr teuer werden. Da habe ich das dann auch gegoogelt. Hier ist, in Norwegen ist tatsächlich das Alkoholtrinken in der Öffentlichkeit verboten. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass sie das so streng sehen hier, aber gut. Dann trinken wir unser Bier halt hier drin. Ich habe trotzdem Bier da unten getrunken, aber ich habe es in eine Kaffeetasse vorher gekippt. Fred Bayer, moin moin. Schön, dich wiederzusehen und hören. Gruß aus Frankreich. Schöne Grüße nach Frankreich zurück. Kommen auch wieder Realtime-Driving-Folgen. Yo, morgen, JP, morgen kommt wieder eine Realtime-Driving-Folge. Und morgen nehme ich auch... Vielleicht nehme ich sogar 2 Realtime-Driving-Folgen morgen auf. Aus Norwegen. Wer weiß, wann ich das nächste Mal wieder hier hochkomme. Italien haben wir nur auch schon ein paar Folgen, ne? Realtime Driving? Ich glaube auch. 2 oder 3 Stück müssen das sein. Frankreich haben wir 2. Belgien haben wir. Holland haben wir schon ein paar. Ich glaube, ich mache 2 Stück. Für euch morgen noch. Ich muss mal gucken. Mal gucken. Ich weiß noch nicht, wie die Zeit morgen ist. Wie weit wir von der Ladestelle bis zum Hafen fahren, nach Ludwig oder so. Einfach einen Haken machen hinter der Firma und weiter geht's. Jo, Ingo, so sehe ich das auch. Lass es gut sein, bist doch kein Waschweib. Mensch, du bist ja fies heute. Mein Vater fährt seit vielen Jahren Schubboden, fast nur Abfälle. Der würde nie wieder Wackelplane fahren. Wie gesagt, ich kenn das nicht. Schubboden bin ich noch nie gefahren. Und das bin ja sonst, seit Anfang meiner Karriere bin ich ja nur Plane gefahren. Und dann bin ich ja kurzweilig mal Tankcontainer gefahren. Das ist auch sehr entspannt tatsächlich. Nur da habe ich so ein bisschen irgendwie die Höhenprobleme. So. Ich weiß nicht warum, auf dem Schubboden rum stört mich das irgendwie gar nicht, dass es da etwas höher ist. Moin Rollo, schön, dass du wieder da bist. Ja, moin Thorsten. Mich freut es auch, dass ich wieder da bin. Auf jeden Fall. So, wieder da. Welcome back, Lenksachse. Behältst du den LKW? Keine Ahnung, Erik. Weiß ich leider nicht. Weiß ich leider nicht. Wenn der Kollege wiederkommt, dann muss ich ihn wieder abgeben. Und wenn er nicht wiederkommt, dann hoffe ich, dass ich ihn behalten darf.
Ja, genau, da wo du von A in M schaltest. Bei meinem kann ich auf Eco und Power drücken. Den Eco Plus habe ich nicht. Na, der hier hat einmal Eco Plus. Da läuft der Tempomat. Der war ja eigentlich, an dem Tag, wo ich losgefahren bin mit dem Actros hier, da hatte der Eco Plus drinne. Bin ich losgefahren, 90, ne? Mach ein Tempomat drin, dann bremst du ab bis auf 82. Ich sag, was ist mit dir los hier, Junge? Ich sag, wie 82, was soll das denn? Da hab ich mich noch fast drüber aufgeregt die ganze Zeit, ne? Aber dann habe ich da auf den Knopf gedrückt. Und dann stand da mit mal Eco. Ich denke, 85. Ist mir auch noch zu langsam. Habe ich ja noch mal drauf gedrückt. Eco. War Eco aus, sondern stand nur Normalautomatik. So, und dann ist er auch, fährt er jetzt auf 90. Warum hast du mir jetzt geklingelt? Aber jetzt fährt er auch Eco 90. Quatsch. Eco 90, meine Güte. 90 Automatik. Und wenn ich dann nochmal drauf drücke oder um gedrückt halte, dann schaltet er mir in den manuellen Modus. Aber den brauche ich hier tatsächlich nicht, den manuellen Modus, weil wenn ich in den Kickdown trete, dann schaltet er in den 11. Gang runter und dann lässt er auch so lange drin, bis ich den Kickdown wieder loslasse. Erst dann schaltet er wieder hoch in den 12. Marcel Bergmann, moin. Cool, schöner LKW, aber Volvo oder Scania ist bestimmt viel schöner. Und brauchst du. Hä? Und? Prost? Hab auch Feierabend. Ach, Prost! Ja, stimmt, mein Bier ist leer, ich muss nur eins aufmachen. Und Prost, hab jetzt auch Feierabend. Dann wünsche ich dir einen, da bist du, einen schönen Feierabend. Und hoffe, dass du bald zu Hause bist. Du bist bald zu Hause? Ja, das ist Montag. Genau. Ja, zu deiner. Ja, Scania war noch nie mein Ding. Also für alle, die meine Videos schon länger kennen, Scania war echt noch nie mein Ding. Ich habe bei GJ damals den Scania gewollt. Von meinem Kollegen Sascha damals, als er gekündigt hatte, wollte ich den Scania haben. Auch nur aus einem Grund, weil er zwei Betten drin hatte. Und ansonsten wollte ich nie einen Scania fahren. Nie. Ich bin überhaupt gar kein Scania-Fan. War ich nach wie vor nicht. Bin ich auch heute nicht. Definitiv nicht. So, dann, wenn es danach geht, Fan, dann möchte ich einen DAF haben. Aber wenn es keinen DAF gibt, dann ziehe ich einen Actros vor, weil einfach, ich will nicht sagen Komfort, also norwegische Straßen mögen die anscheinend nicht so ganz, die Actrosen. Aber der Platz ist halt einfach genial hier drin. Das ist einfach ein viel schöneres Fahren mit dem ganzen Platz hier drin. Ist einfach so. Und Volvo ist ein geiles Auto. Wirklich, es ist ein echt geiles Auto. Setz mir auf den Volvo eine Kabine, die so ist wie vom Actros, vom Platz her, fahre ich dir auch sofort wieder ein Volvo. Ohne Probleme. Volvo ist mit das Beste, was du technisch, na technisch nicht, aber was du leistungstechnisch, ist Volvo das Beste, was du kriegen kannst. Ist einfach so. Kann ich über Volvo nichts Schlechtes sagen. Mein Volvo, der weiße, der ist gut gerannt damals. Matthias Peter, Grüße, moin moin. Wo stehst du denn, Rollo? Ich stehe hier auf dem Parkplatz. Warte. Holmestrand, Parkplatz. Ramberg Parking heißt das hier. Holmestrand Sauna. Fjordvejen heißt die Straße, die hier neben mir ist. Fjordvejen. Auf der, weiß ich nicht, ist das B313, A300? Nee, A bestimmt nicht, aber. Hier ist auch noch mal so ein. Ja, was ist denn das hier? Mensch, auf Instagram heißt das anders. Warte mal, muss ich mal eben kurz gucken. Man muss den Ton ausmachen. Irgendwas mit Sonder. Irgendwas mit Sonder. Solbergskogen Panorama. Falls ihr das was sagt. Genau. Du wurdest angerufen. Das ist ja Hammer. Ja, tatsächlich. Also ich wurde tatsächlich vom Seniorchef angerufen.
Wo genau, Ambientekraft, moin erstmal. Wo genau bist du denn in Norwegen? Ich wohne hier in Norwegen. Na, wie gesagt, hinter mir ist Holmestrand. Also quasi die Insel, die ihr hier, naja, ihr wisst schon, da und dahinter, dann ein Stück dahinter, da ist Holmestrand. Ich möchte dich auch unbedingt mal treffen. Da kann ich dir mal mein Krüppelmobil zeigen. Ah, du bist echt, du und Zampi, ne? Und Schranzbiet, ihr habt echt tiefschwarzen Humor. Aber das habe ich euch ja, glaube ich, schon mal gesagt, ne? Ah, schön. Das sollte eigentlich gar nicht so abwegig sein, dass wir uns mal treffen. Auch privat am Wochenende mal, weil Neustadt-Glewe ist jetzt auch nicht so weit weg von mir. Das ist gut so. Live mit dir kommt immer gut. Das freut mich. Aber warum kein Kontakt mehr mit Andi? Warum kein Kontakt mehr mit Andi? Weil das genauso ist wie das mit der Firma. Es sind Gerüchte in der Welt, anstatt mit mir drüber zu sprechen oder mich darauf anzusprechen, was ist da dran, wird man blockiert wie so ein kleines Kind. Mehr kann ich dir dazu nicht sagen. I don't know. Müsst ihr ihn fragen. Ich finde es schade, dass man nicht redet. Oder dass man da drüben nicht redet. Ich meine, vielleicht ist es in Schleswig-Holstein normal, dass man nicht redet, aber ich kenne das halt nicht so. Der Volvo wurde vergeben, der fährt gerade, mit dem fährt gerade ein anderer, ja. Aber der ist noch genauso, wie ich ihn abgegeben habe. Das sind nur, die Nebelscheinwerfer sind nicht mehr orange und meine Vorhänge sind raus. Ansonsten, Lampenbügel ist noch orange und die Double Dutch Lampen sind auch noch dran. Echt schön, dich zu sehen, Rollo. Hatte dich voll vermisst. Das freut mich. Ich habe euch aber auch mega vermisst, ohne Scheiß. Aber es war auch echt schwer. Ich habe mich mit meinem negativen Denken, habe ich mich echt richtig tief runtergezogen und das war schon echt heftig. Und dann kam das mit der anderen Firma dazu und so weiter. Irgendwann war das schon, ich sage jetzt mal, Kotzgrenze, wo ich dann gesagt habe, wo Melli mir dann auch in den Arsch getreten hat und hat gesagt, Bengel, spring deinen Arsch wieder hoch hier. Jetzt denken wir wieder ein bisschen positiver. Und da bin ich gerade bei. Wie man vielleicht an den Videos auch sieht. Ja, die Gruppe ist komplett. Das habe ich auch gesagt. Wir sind treu mit unser großer Freund, der Rollo. Das freut mich. Das freut mich mega, Zwan, ehrlich. Carsten aus Stralsund, moin. Ich schaue ja schon eine Weile deine Videos. Schön, dass es dir bei Neumann gut geht. Firma und auch einige Fahrer kenne ich noch von der Zeit, von der Fähre. Bleibst du, wie du bist? Ja, auf jeden Fall bleibe ich so, wie ich bin. Und ja, ich habe deinen Kommentar tatsächlich, war ja so ähnlich wie das jetzt hier, habe ich gerade vorhin im Silvio-Schnack-Video beantwortet, tatsächlich. Ist ja ganz weit weg von mir, Rollo. Südlich von Drammen. Du wohnst südlich von Drammen? Das ist doch Richtung Bergen hoch, ne? Kann das sein? Da ist ein Kollege gerade von mir. Der Jan ist da gerade auf der Ecke. Ronny, übrigens, die Frau meinte, ich soll dich zum Geburtstag einladen. Somit ist die Einladung raus. Was für ein Geburtstag? Was meinst du? Wann ist der? Was? Ja, aber danke für die Einladung an deine Frau. Moin, Marc. Existiert noch dein alter Volvo, den du bei Neumann hattest? Ja, der existiert noch. Der existiert noch. Habe auch nur eine Woche Urlaub, weil die BG Berufsgenossenschaft eine Betriebsprüfung gemacht hat. Und dabei kam heraus, dass ich seit 2 Jahren keinen Tag Urlaub hatte. Jetzt Zwangsurlaub. Na, aber genieß den Urlaub, Michael. Genieß den. Das hast du dir verdient, ohne Scheiß. 24/7 am Arbeiten. Das muss auch irgendwann mal belohnt werden. Moin Bernd Marc, schön mir was von dir zu sehen. Mach bloß weiter so, das mache ich auf jeden Fall, mein Lieber. Maule Paule, wie weit wohnst du denn jetzt von der Firma weg? Musst du immer noch Sonntag im LKW schlafen? Nein, ich muss nicht sonntags im LKW schlafen. Ich habe so, ich sag mal, eine Viertelstunde habe ich bis hin. Das ist echt angenehm, dass ich nicht mehr so weit fahren muss. Es sei denn, ich müsste jetzt Sonntagnacht los. Dann würde ich wahrscheinlich im LKW pennen, einfach weil dann kann ich mir morgens, wenn ich aufstehe, mehr Zeit lassen, als wenn ich von zu Hause aus dann losfahren würde.
Das stimmt. Enrico Rauch. Moin. Moin Rollo. Schön, dich wiederzusehen. Ja, freut mich auch, euch wiederzusehen. Das freut mich auch, dass ihr so hammerkrass zahlreich anwesend seid gerade, Alter. 91 Mann, Junge. Mega geil für einen spontanen Livestream. Richtig geil, Mann. Solange du kein MAN fährst, nee. MAN möchte ich auch nicht. Der MAN von meinem Onkel war nach 300.000 Kilometern kaputt. Da kann ich nicht sagen, ich bin den neuen MAN zwar schon gefahren. Der fuhr sich auch gut, aber der ist mir zu Scania-lastig einfach vom Innenraum her. Achtest du viel auf Spritverbrauch und Effizienz oder immer feuerfrei? Beim LKW meinst du? Ja, ihr kennt mich doch. Also langsam fahren, was ist das? Das geht nicht. Zweiter Motor auf Garantie und wieder nach 300.000 kaputt. Ah, fürchterlich. Moin Stefan, wie geht's? Mir geht's gut, wie geht's dir? Lucky Loser, moin moin. Allzeit gute Fahrt mit dem gelben Flitzer. Ja, dankeschön. Marcel Bergmann, ich arbeite als Stahlbauer und letztes Jahr war ich mit meinem Schwiegervater auf Achse. Ja, sehr schön. Sehr schön. Das ist immer interessant. Sag mir Bescheid und Krüppel kommt quasi Krüppel to go bzw. to drive. Oh weia. Die Bekloppten sind wieder da. Ich freue mich. Sehr schön. Echt schade, aber weiter geht's. Jawohl, echt schade, aber weiter geht's. So ist das. Wir sind immer da. Ach ja, in seinem letzten Video, was heute rauskam von Anni, er sagte so durch die Blumen im Video, man hat zu viel Fehler gemacht, wenn man was falsch macht, sollte man dazu stehen, sagt er. Das ist richtig. Wenn man was falsch macht, dann steht man dazu. Und das tue ich auch, wenn ich was falsch mache. Dann stehe ich auch dazu. Aber ich kann nur wissen, dass ich was falsch gemacht habe, wenn man mich darauf anspricht. Ne? Und wenn man nicht irgendwelche Gründe sucht, um mich rauszuschmeißen, Gründe sucht und nennt, die vorher irrelevant waren, die vorher keinen interessiert haben, um mich rauszukriegen. So, das ist eben halt das, was ich schade finde. Und genau das Gleiche ist das, was jetzt den Disput zwischen mir und Andy ist genau das Gleiche. Es wird nicht gesprochen. Man hört ein Gerücht, oh, da ist was dran. Hm. Jetzt muss ich den Kontakt abbrechen und blockieren. Ja, gut, dann ist das eben so. Kann ich nichts für. Ich laufe da auch nicht hinterher. Ich habe ihm noch in der SMS geschrieben gehabt, dass ich es schade finde, aber gut. Wenn man nicht spricht, dann Pech. Kann ich nichts für. Haken dran, das Leben geht weiter. Und ja, wie gesagt, ich mache mein Ding. Er macht sein Ding und dann ist gut. 105 Leute, ey, ihr seid der Wahnsinn heute Abend, Alter, ohne Witz. 105 Leute, ey. Wahnsinn. Aber wie gesagt, ich finde es einfach nur schade. Mein Mutter Natur hat uns das Ding hier vorne unter der Nase nicht umsonst gegeben. Das ist nicht nur zum Fressen da kommen auch Töne raus, wenn man sich anstrengt und sich bemüht. Reden sollte man auf jeden Fall immer. Aber gut. Jedem das Seine. Er hat sich dafür entschieden, den Kontakt abzubrechen. Dann ist das so. Moin Tobi. Schön wieder Videos von dir zu sehen. Freut mich, dass es dir gefällt. Wie viele Fahrer arbeiten bei Neumann? Puh, keine Ahnung. Ich kenne auch nicht mal alle. Da sind jetzt zwischenzeitlich auch wieder einige neue dazu gekommen. Das kann ich dir nicht sagen. Darum habe ich Hut ab auf die LKW-Fahrer, die immer für uns da sind. Aber es gibt immer welche, die jedes Mal meckern und so. Hut ab. Ja, es gibt auch genug LKW-Fahrer, die, ich sage jetzt mal, dafür Sorge tragen, aufgrund ihres Benehmens oder aufgrund ihres Erscheinungsbildes, dass unser Job so verrufen ist. Und da können drei LKW-Fahrer sagen, nein, ich schmeiß meine Zigarette nicht bei dem Kunden auf dem Hof. Wenn es 100 andere machen, dann sind wir trotzdem, wir drei, die es nicht machen, sind trotzdem genau die gleichen Arschlöcher wie die, die es machen. Das ist halt leider so.
da gibt's Kersten und mach dein Ding. Das mache ich auf jeden Fall. Das mache ich auf jeden Fall. Und wie gesagt, es gibt auch Kollegen bei der Firma, mit denen habe ich immer noch Kontakt. Ne? Das ist einfach so. Ich sage ja nicht, dass die Zeit dort scheiße war. Ne? Auf gar keinen Fall. Das war sie nicht. Die Kollegen waren super drauf eigentlich. Ne? Aber ich sehe es halt irgendwie nicht ein, dass ich der Buhmann halt für irgendwas bin, wenn man mit mir nicht redet. Dann ist das so. Dann schmeiß mich raus, okay, dann gehe ich. Oder so wie Andi, er blockiert mich dann, bricht den Kontakt. Okay, dann ist das so. Ganz einfach. Kann ich nichts ändern. Wer mit mir nicht redet, I don't know. Mein Geburtstag erst im Juli, das machen wir am Telefon. Ja, das können wir machen, Conny, das können wir machen. Definitiv. Na, da freue ich mich ja drauf. Ist ja schon eine Weile her mit einem Livestream mit dir, Rollo. Ja, es war schon echt eine ganze Weile her. Ich glaube, seit dem letzten Lagervideo, wo ich live gegangen bin für diese halbe Stunde da und das dann abgebrochen habe, war ich auch, glaube ich, gar nicht mehr live gewesen. Ne? Kann das sein? Ich glaube, seitdem war ich auch echt gar nicht mehr live gewesen. Genau, den Donnerstag, wo ich dann live hätte gehen können, da hatte ich mich ja mit Mille getroffen. Jetzt fehlt nur noch Heinrich, Freiheit für Heinrich. Der hat jetzt keine Eier mehr, du. Der hat jetzt keine Eier mehr, der ist jetzt kastriert, der Junge. Der neue MAN ist nicht schlecht. Der fährt sich gut, ja, aber ist mir zu Scania-lastig von innen. Manuel Schmüser, mach weiter so, mein Lieber. Deine Neumann-Videos sind eh viel interessanter. Freut mich, dass du das so siehst. Auf jeden Fall mache ich weiter, auf jeden Fall. Raucht der Stammfahrer auch in dem Actros? Keine Ahnung. Das weiß ich nicht. Muss ich dir auch leider sagen, interessiert mich auch gar nicht, weil ich steige zum Rauchen nicht aus. Habe ich auch nie. Aber ich habe keinen Aschenbecher hier drin stehen oder irgendwie sowas. Wo das jetzt nach kalter Asche oder irgendwie sowas. Es stinkt hier definitiv nicht nach Zigarette, wenn du die Tür aufmachst. Ich meine, jetzt, wo ich rauche vielleicht, aber nachher nicht mehr. Hat aber noch nie nach Zigarette bei mir im Auto gerochen. Das mag ich selber nicht. Jetzt bin ich in der Zeile verrutscht. Christopher Henschel. Hi Rollo. Moin. Henschel, den Namen habe ich schon mal irgendwo gehört. Mit der Firma hast du aber nichts zu tun, ne? Oder doch? Er kann doch nicht anders. Hängt doch im Mastdarm von seinem Chef. Wen meinst du jetzt? Hey, Tabak rauchen. Das ist ein Mann, jawohl. Boah, ich drehe die ganze Zeit schon irgendwie, keine Ahnung. Mir ist mal, ich habe auch sehr viel geraucht, das wisst ihr ja selber, dass ich sehr viel geraucht habe. Und seitdem ich Zigaretten drehe, ist mein ich sage jetzt mal, Zigarettenkonsum mega zurückgegangen. Also wenn ich jetzt noch auf 12 Zigaretten am Tag, über den gesamten Tag verteilt komme, dann ist das schon viel. Wie ich immer sagte, sprechenden Menschen kann geholfen werden. So ist das, Hummelchen. So ist das. Was hältst du von Siggi? Siggi ist eigentlich ein lustiger Typ. Wenn ich so seine Videos so mir angucke, finde ich ihn eigentlich relativ entspannt und er macht sein Ding. Und das finde ich gut so. Das finde ich echt. Also kann ich über Siggi kann ich nichts Schlechtes sagen. Er macht schöne Videos. Er versucht auch immer mit dem. Also ich finde, dass Siggi das immer so, auch das Lustige, was er immer rüberbringt, dass er da auch versucht, uns, während wir seine Videos gucken, dass er uns dazu versucht zu animieren, fröhlicher zu sein. Und das finde ich irgendwie klasse. Das kann abfärben, sowas, tatsächlich. So, seine gute Laune kann auch auf andere überspringen, das ist so. Finde ich gut. Wie gesagt, ich habe Andi trotzdem noch abonniert. Ich gucke auch seine Videos noch, ne, aber nur, wie Hummelchen schon sagt, gesprochene Menschen kann geholfen werden. Moin Brian! Endlich geht's weiter mit deinen Videos, wieder los. Mach weiter so, das mache ich auf jeden Fall, Christopher, auf jeden Fall geht das weiter. Ich bin fleißig am Aufnehmen. Lass dich nicht runterziehen und mach dein Ding. Ganz am Ende zählt nur, dass es dir damit persönlich gut geht. Ja, das tut es tatsächlich. Ja, mir geht's gut, dass ich wieder zurück bin. Geht mir gut, ja. Und anders als erwartet, ich habe von den Kollegen, ich sage jetzt mal von dem Stammkollegen,
mit denen ich vorher viel auch zusammen gestanden habe oder auch sonntags immer auf dem Hof ein Bierchen getrunken habe oder so, keine schlechte Kritik gekriegt, dass ich da jetzt wieder zurückgekommen bin. Es gibt auch nach wie vor Kollegen, die mag ich nach wie vor nicht, aber die mögen mich auch nicht. Aber das müssen sie auch nicht. Die sollen mich in Ruhe lassen und das ist gut. So, selbst die polnischen Kollegen sind zu mir gekommen. Ey, schön, dass du wieder da bist. Also so scheiße kann ich ja dann doch nicht sein, nehme ich an. Der MP5, behältst du ihn? Ich, keine Ahnung, kann ich dir leider nicht sagen. Der Kollege ist krank, der den eigentlich fährt. Wenn er wiederkommt, kriegt er den natürlich wieder. Das verstehe ich auch. Und wenn er nicht wiederkommt, dann hoffe ich, dass ich ihn behalten darf. Rollo, wie gesagt, wir stehen hinter dir. Das freut mich, Erik, das freut mich mega. Es kann nur Menschen geholfen werden, wenn man redet. Richtig, Tobi, da hast du recht. Aber das, du warst auch noch nicht hier im Live drin, ne? Kann das sein? Also zumindest habe ich dich hier noch nie gelesen. Norweger sind aber auch so, hinterm Rücken wird gepetzt. Sagt man was gegen, ist man schnell der Buhmann. Das kann ich dir nicht sagen. Ich habe auf dem Schiff, hey Leute, das muss ich euch erzählen. Das war mir, irgendwie war mir das auch peinlich auf dem Schiff. Wir waren ja mit den Holländern, dem Schweizer und wir drei haben da gesessen. Ne? So, und die beiden Holländer, die haben dann gesagt, lass mal auf Disco gehen. Ich dachte, hier gibt es eine Disco auf dem Schiff. Oder gut, okay, dann sind wir hochgegangen auf die Disco. Und da war die ganze Zeit so ein norwegisches Mädel, ne? Oder norwegische Frau, ne? Und die war so am Strahlen, so, keine Ahnung, in ihrer Welt, so beim Tanzen, ne? Die war so am, weiß ich nicht, keine Ahnung, die hat so eine positive Aura ausgestrahlt beim Tanzen. Habe ich die halt angeguckt die ganze Zeit, weil die einfach diese positive Art an sich hatte, so, ne? Und die kam dann, danach kam die zu mir hin und hat mich dann gefragt, warum ich sie die ganze Zeit angeguckt habe. Dann habe ich ihr das gesagt, ne? Und dann hat sie sich bedankt, so, voll geil, Mann. Hätte ich im Leben nicht damit gerechnet, dass sie mich anspricht. Dass sie mich angesprochen haben, war mir schon irgendwie peinlich, ne? Aber gut. Hatte ja genug Bier getrunken. War mir in dem Moment egal. So, wo waren wir jetzt hier stehen geblieben? Anni redet scheinbar nicht gerne, zumindest wenn es Probleme gibt. Keine Ahnung, das kann ich dir nicht sagen, Michael. Also ich bin tatsächlich jemand, wenn mir was auf der Seele liegt, wo ich sage, ey, hat der ein Problem mit mir oder sowas, dann spreche ich die Leute in der Regel persönlich drauf an. Moin Keule, moin Ivan, du lebst, wollte da schon eine Vermisstenanzeige aufgeben. Ja, ich lebe, ich tatsächlich, ich bin wieder da und in Zukunft auch zweimal die Woche live. Wurde gerade so mal drüber gesprochen. Ach Herr Rollo, Standheizung solltest du noch anmachen. Wird manchmal noch bis an die 0 Grad nachts. Also ich habe meine Standheizung tatsächlich angemacht, ja. Aber auch erst vor einer Stunde. Wie gesagt, die 9 Grad hier, herrlicher Sonnenschein gewesen hier. Die 9 Grad, die haben sich irgendwie gar nicht so kalt angefühlt. Also ich bin hier die ganze Zeit im Pullover rumgelaufen. So eine Stunde, anderthalb konntest du es aushalten ohne Jacke. Asche stinkt nicht, das sind die Filter. Ich habe ja keine Filter hier im Auto, außer ein Luftfilter, Pollenfilter, aber sonst habe ich ja keine Filter. Wenn ich meine, den Typ, der dich für Kersten abgeworben hat. Ach so. Das ist bei mir auch, ich rauche auch nicht so viel mehr mit Tabak. Ja, ist irgendwie so, ne? Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass du das drehst oder dass es geschmacklich intensiver ist als sonst. Oder auf jeden Fall rauche ich viel weniger, seitdem ich Zigaretten drehe. Und viel günstiger vor allen Dingen. Moin, Tina! Rollo, halt die Ohren steif. Ich war eben kurz in die Stadt gefahren. Das ist ja Karl heute Abend. Eigentlich sollten richtig gute Kollegen in allen Lagen weitersprechen? Was meinst du mit weitersprechen? Du bist Rollo und der Rest ist egal. Richtig, Matze. So sehe ich das auch. Hat die Disponentin nicht schon zu Kaffee und Kuchen eingeladen? Nö. Aber auch mit Disponentin ist jetzt irgendwie ganz anderer Schnack. Tatsächlich.
wir haben nur noch 4 Grad. Ich weiß gerade gar nicht, sehe ich gerade nicht, müsste ich die Zündung anmachen. Aber vorhin hatten wir noch 9 Grad, also wir haben den ganzen Tag 9 Grad gehabt hier. Aber herrlicher Sonnenschein, ne? Das Wasser, das sah so, sieht so geil aus, so ganz ruhig. Mega geil, Mann. In der Sonne ist es warm, wird's dunkel, zieht Gevatter Frost vorbei. Jo, ne, also Standheizung habe ich an. Standheizung habe ich an. Mittlerweile solltest du dich mich so weit kennen, wenn es ein Problem gibt, sprechen. Aber es gibt solche und solche. Ja, das ist richtig, Michael. So gehört sich das meiner Meinung nach auch. Ne? Nur wenn du redest, dann kannst du, ich sage jetzt mal, aktiv irgendwie was dagegen machen oder sowas. Und wenn du jetzt tatsächlich Scheiße gebaut hast, gut, dann ist das halt so. Ne? Dann steht man dazu und dann ist gut. Ich habe ja bei Kerstin schon einen Fehler, naja, Fehler will ich jetzt nicht sagen. Mir ist ein Malheur passiert, als ich einen Container beladen habe, wo ich im Lager gearbeitet habe. Bin ich auch gleich ins Büro gegangen, habe gleich gesagt, komm mal mit, bitte, mir ist das und das passiert. Und dann war gut. Rollo, ich meinte damit, dass du gute Kollegen in allen Lagen weiter zusammenhalten. Ach so, ja, natürlich, natürlich. Also wie gesagt, mit dem alten Stamm hier bei Neumann, mit dem ich so oder so gut klargekommen bin, positiv. Meine einige habe ich noch gar nicht gesehen, so wie Christian zum Beispiel, den habe ich noch gar nicht gesehen. Wen habe ich noch nicht gesehen? Stanko habe ich schon gesehen, Emil habe ich schon gesehen, André steht vor mir, Jan habe ich gestern, mit Jan bin ich gestern den ganzen Tag ums Schiff rumgelaufen, der hat mir alles gezeigt da auf dem Dampfer. Peter zum Beispiel, Mike, dem habe ich heute auch kurz gesprochen, weil er mit André telefoniert hat. Ja, Matthias. Also es ist schon geil. Eigentlich. Viele Kollegen, auch die, wie gesagt, auch die Polen, ne, sind auf mich zugekommen. Gregor zum Beispiel auch. Und haben sich gefreut, dass ich wieder da bin. Ne? Aber es gibt immer noch Kollegen. Gut, aber wie ich zu den anderen beiden gestern schon gesagt habe, ist ab einer gewissen Größe, da lässt sich auch eine Grüppchenbildung einfach nicht vermeiden. Das ist so. Bei mir sind es 8 Grad. Ach nee, das ging an Brian. Fernfahrer, wo stehst du? In Norwegen. Zu meinen Fehlern stehen. Zu seinen Fehlern stehen, mache ich auch so. Anders wird das nichts. Ja, ist so. Ich kann mit meinen Kollegen keinen Ärger haben, denn ich spreche deren Sprache nicht. Und würde eh nicht verstehen, was die von mir wollen. Ja gut, das ist natürlich richtig. Da hast du natürlich recht. Glaubst du, Hühnchen liegt aber an der Westküste. Der Atlantik ist noch zu kalt. Also ich bin heute an einem See oder an einem, ja, an einem See vorbeigefahren, tatsächlich bei den 9 Grad, da war noch eine Eisdecke drauf. Auf der E18 Richtung, oder wie heißt er, Christiansand oder so? Mein Lieblingsland. Dein Lieblingsland? Mein Lieblingsland ist nach wie vor Schweden. Gefolgt von Holland und danach gefolgt von der Schweiz. Moin Thorsten! So, die Frigo-Abteilung hat jetzt auch Feierabend. Sally in die Runde und Sally Rollo. Ja, schönen Feierabend wünsche ich dir. Rollo, ich als Berliner hätte da mal eine Frage. Dann frag doch mal. Dann frag mal. Ja, Christiansand, E18 nach Oslo. Gut, ich bin von Oslo gekommen, ne? Ich bin in die andere Richtung gefahren. Und da war es auf der linken, warte mal, ich bin so lange gefahren, genau, auf der linken Seite. Ja, auf der linken Seite war ein See, so ein kleiner, nicht allzu, nicht so groß wie der hier, aber da war noch eine Eisdecke drauf. Die Actros steht dir ja recht gut, aber nicht, dass wir dich bald Truckaholic 2 nennen müssen. Nein, 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 nein. Warum denn das? Warum denn dieses? Warum denn dieses? Wie gesagt, Actros ist nicht schlecht. Ich war zwar mal ein richtiger Actros-Hater, das hat ja auch mein ehemaliger Arbeitskollege, der Arne, der hat das ja auch drunter geschrieben, seit wann ich Actros-Fan bin, weil ich habe Actros früher wirklich gehasst, Junge. Ich habe ja, als ich bei GJ damals angefangen habe, einen weißen Actros gehabt,
Dann hatte ich ja den blauen gefahren, dann hatte ich den grünen kurzzeitig von Rico damals gefahren und dann hatte ich den blauen ja festgekriegt. So, und dann wollte ich den aber nicht mehr haben, weil er ging mir nur noch auf den Sack, die Karre, Alter. Dieses Rumgehüpfe, dann dieses ständige beim Berganfahren, dieses, ich muss erst eine halbe Stunde einen Kaffee trinken und dabei überlegen, welchen Gang ich jetzt nehme. Das hat mich halt so tierisch abgefuckt, ne? Aber vom Platz her, es gibt nichts Besseres, ist es einfach so. Ich meine, wobei der jetzt hier platztechnisch ähnlich ist wie Scania, das S-Modell, nur etwas mehr. Gut, ist halt so. Wie kommt man von Volvo zum Actros? Kündigen und ein Vierteljahr später zurückkommen. Ja, wie gesagt, der Volvo, ich hätte ihn auch weitergefahren. Wenn mein Chef jetzt kommt und sagt, nur du kriegst einen Volvo wieder, ja, dann ist das halt so. Da kann ich nicht sagen, nö, will ich nicht. Ne, weil in erster Linie, wir haben nur die drei Marken und eine von denen würde er mir schon vor die Nase stellen. Das ist so. So, schöner wäre es natürlich, aber ich würde es sehr begrüßen, wenn ich den behalten dürfte. Ne, also vorausgesetzt, der Kollege kommt nicht wieder. Ich kann mit meinen Kollegen nie Stress haben, weil wir uns nie sehen. Unsere Spedition ist in Österreich und ich fahre Nahverkehr in Bayern. Bin der Einzige. Okay? Schweden, jawohl, Schweden. Finnland, Finnland fehlt mir jetzt noch auf meiner Skandinavienkarte. Das ist richtig. Finnland fehlt mir jetzt noch. Moin Jörg! Du auch hier, das freut mich. Schöne Grüße nach Hamburg. Du Brian, eins oder zwei Doppelkorn? Oder du sprichst jede Sprache? Das mit Mercedes und Rollo rollt, was bei YouTube dein Name ist, hätte ich gerne als Aufkleber für mein Papamobil. Das mit Mercedes und Rollo rollt. Was bei YouTube dein Name ist, hätte ich gerne als Aufkleber für mein Papamobil. Muss ich mein Logo jetzt ernsthaft nochmal überarbeiten oder seht ihr alle, dass das ein Mercedes-Stern sein soll? Eigentlich ist das ein Oldschool-Dreispeichen-Lenkrad. Du meinst bestimmt, habe ich da nicht ein Bild hier auf dem Handy? Dann muss ich mal eben kurz kicken, wa? Habe ich hier nicht ein Bild auf dem Handy? Das weiß ich jetzt gerade nicht. Aber ich kann mir doch, ich muss, eigentlich muss ich ein Bild davon auf dem Handy haben. Die Frage ist nur, wo? Die Frage ist nur, wo? Moment. Bei 37.000 Bildern gar nicht so einfach. Moment, ich bin noch am Suchen. Nee, hier auf dem Handy habe ich das nicht, du. Aber ich kann ja mal eben kurz. Auf dem Gerät gespeicherte Google. Ah, ist ja witzig. Geht das auch nicht? Wie kann ich euch das jetzt größer zeigen? Gute Frage. Nächste Frage. Du meinst aber bestimmt, ich zeige das mal in klein hier, mal gucken, weiß nicht, ob das jetzt so rüberkommt, aber du meinst bestimmt das hier, ne? Hallo, mach mal scharf hier. Bist du zu hell oder was? Schon besser? Du meinst bestimmt das da, ne? Kann das sein? Das ist aber ein Lenkrad, kein Mercedes-Stern, ne? Wollte ich gerade nur mal erwähnt haben. Also wenn das jetzt aussieht wie ein Mercedes-Stern, dann muss ich das nochmal umändern irgendwie.
das möchtest du haben. Ja, dann ja, kannst du haben. Wo stehst du denn? Ich bin in Norwegen, Jörg. Weißt ja, wie die Dänen sind. So verstehe ich Schwedisch besser. Wo musst du morgen hin? Ich habe keine Ahnung, wo wir morgen laden fahren. Ich weiß nur, dass wir irgendwie über Larvik nach Hirtshals wieder zurückfahren. Leider nicht mit dem wunderschönen Dampfer. Wenn man ein ideales Fahrzeug haben möchte, muss man sich das selbst bauen. Das ist richtig. Da hast du wohl recht. Ja, Schwedisch ist einfach zu verstehen. Geht mir auch so. Finnland kommt noch, Rollo. Immer mit der Ruhe, mein Freund. Ja, das wäre schön. Das wäre echt schön. Finnland noch. Das fehlt mir jetzt noch. Also Finnland fehlt auf meiner Karte noch. Ups, dann so, sorry. Ich dachte, es sei Mercedes-Stern. Nein, nein, das ist ein Lenkrad. Das ist ein Lenkrad, mein Logo. Ja, kann ich dir machen, ja. Willst du das als Aufkleber haben oder als was? Sonst musst du mir auf Instagram mal schreiben. Falls du nicht in der WhatsApp-Gruppe drin bist bei uns, kannst du mir das dann auf Instagram schreiben. Rob Schreues. Moin Rollo, schöne Grüße von mir. War gestern klasse auf der Color Line. Ja, moin moin. Ja, ich fand das mega geil. Ich habe Rob Scheuß gerade nicht auf dem Schirm, wer von den vielen das du bist. Aber war ein echt geiler Abend. War ein echt richtig geiler Abend. War richtig, richtig geil. Es war richtig schön. Ich wäre heute eigentlich wieder zurückgefahren mit dem Schiff, aber leider hat das nicht geklappt. Ah, das ist der, du bist derjenige, der da fließend Norwegisch geredet hat mit der Oma gestern. Geil, schön, dass du hier bist, Mann, freut mich. Sehr geil. Bitte warten, Hummelchen. Ja, genau, gerade per WhatsApp geschickt. Was, die Einladung oder den Termin? Oder was meinst du jetzt? Na, Handy, mach doch mal, was ich sage. Schön, cool. Freut mich, dass du da bist, Mann. Geil. Jo, genau. Ja, schreib mir mal, Stefan. Okay, sende die nächsten Tage eine Mail. Sorry, muss früh raus. Ja, alles klar, mach das, Mann. Schön, dass du da warst, auf jeden Fall. Da siehst du mal, der Rollo wusste schon, dass er bald Mercedes fahren wird. Ich fahre auch jetzt ein Benz C-Klasse und es gefällt mir gut. Na, PKW weiß ich nicht. Also PKW Mercedes bin ich noch nicht gefahren, tatsächlich. Mitgefahren mal, ja, aber so selber gefahren bin ich das noch nicht. Aus den Niederlanden. Geil, freue mich mega, dass du da bist. Ernsthaft. Bist du noch weit gekommen heute oder? Ein Stern, der deinen Namen trägt. Es sollte aber eigentlich ein Lenkrad sein. Ah, geil, das sollte echt eigentlich ein Lenkrad sein. Dass das wie ein Mercedes-Stern aussieht, war nicht beabsichtigt, Leute. Rollo ist ein Sternenkind, deshalb muss er einen Mercedes-Stern fahren. Alles klar, Twan, dick in Ordnung. Genau, siehst du, Zwan, jetzt hast du gleich noch einen, der Holländisch mit dir reden kann. Das Auto ist leer, morgen zurückladen und vielleicht wieder Color Line. Ja, wir fahren auch Color Line, aber nicht von Oslo aus. Wir fahren von Luvik oder wie das heißt aus, wieder zurück nach Dänemark. Schade, ich wäre echt gerne noch eine Runde mit dem Dampfer gefahren. Mega geiles Schiff. Das ist, wo ich vorhin gesagt habe, Leute, die beiden Holländer da und Rob hier auch. Schön, dass ich jetzt einen Namen zu dir habe. Freut mich. Sind dann nochmal in die Disco hochgegangen. Larvik. Genau, da fahren wir morgen mit der Fähre nach Hirtshals irgendwie. Wurde mir so berichtet. Moi, Mann, mehr, wer in Holländer in der Gruppe?
Das heißt jetzt, glaube ich, so viel übersetzt wie ein Holländer mehr in der Gruppe oder so ähnlich. Richtig? Oder war das jetzt auch wieder falsch? Dein Logo. Ja, mein Logo, Ronny. Mein Logo ist, sollte kein Mercedes-Stern sein. Nein. Das war keine Absicht. Ist tatsächlich ein Lenkrad. Mercedes-Pkw sind, ja Mist, aber Nutzfahrzeuge. Das weiß ich nicht, Michael. Wie gesagt, Pkws, was Mercedes angeht, weiß ich nur, dass die fast, nicht fast genauso gut, aber schneller sogar rosten als Opel. Speedboat, jawohl, Matze. Mit sowas sollen wir wohl irgendwie zurückfahren, morgen, wenn wir geladen haben. Ich weiß nicht, wo wir laden, 30 Kilometer von hier irgendwie. Ich habe dazu gar keine Info. Richtig. Oh, habe ich das richtig übersetzt? Sehr geil. Sehr, sehr geil. Welche Fähre nimmst Lavik Hirtshals? Das soll irgendwie auch von Colorline, aber irgendwas mit Speedboat sein oder so. Ja, Colorline irgendwie was, aber Mike hat am Telefon heute gesagt Speedboat. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendeinen Zusammenhang hat. Keine Ahnung, das kann ich euch nicht sagen. Mir wäre es lieber, wir würden von Oslo fahren. Tatsächlich. Der Dampfer ist brutal geil. Ernsthaft. Jawohl, Rollo, stimmt. Sehr geil. Wunderbar. Schön. Freut mich mega, Alter. Wie gesagt, war eine echt geile Runde gestern. Drei Stunden 45 braucht der Super Speed von Narvik nach Hirtshals. Okay. Das ist ja langweilig. Da kannst du ja gerade mal was essen gehen. Gestern war schon echt, es war so ein geiler Abend gestern, Leute. Hast du mir einen Gruß geschickt? Jetzt muss ich hier nochmal kurz auf WhatsApp gehen. Ich werde gezwungen. Da, tatsächlich hat er mir geschickt hier. Aber jetzt ist er nur auch wieder weg. Kann man das, ja, das sieht man mal schlecht wegen dem Licht, ne? Egal. Das nächste Mal, wenn ich mit dem Dampfer fahre, ziehe ich auf jeden Fall mein T-Shirt dazu an. Dann bin ich auch gleich erkennbar. Sei froh, dass der Schnee da drüben schon weg ist. Ja, also Jan, der hat ja, ist Richtung Bergen hochgefahren, der hat Schnee noch gehabt, habe ich in seinem Status gesehen. Der hat Schnee da gehabt. Oder hat immer noch Schnee. Mega geil, Mann. Mega, mega nice. Mega nice. Hat von euch eigentlich heute Morgen noch mal irgendwie jemand die Oma gesehen, die da die ganze Zeit gequatscht hat mit uns? Die habe ich heute Morgen auch irgendwie gesucht, aber die war auch irgendwie spurlos verschwunden heute Morgen. So, ich verabscheue mich, muss um Uhr anfangen. Viel zu früh. Aber ich habe ja nächste Woche Urlaub. Schönen Abend noch. Ja, dir auch, Michael. Ne? Schön, dass du da warst. Und genieß deinen Urlaub auf jeden Fall, wenn du Urlaub dann deinen Urlaub antrittst. Ne? Verdient hast du es dir auf jeden Fall, Mann. Aber schön, dass du auf jeden Fall da warst. Ja, die war draußen eine Flup rauchen. Ah, okay. Ja, die war auch schon, irgendwie war die ja knuffig, ne? Ah, schön. Richtig schön. Richtig schön. Wie gesagt, am liebsten würde ich ja morgen, ach nicht morgen, am Mittwoch dann in Hamburg wieder laden und gleich wieder zurückfahren nach Norwegen. Aber mit der Colorline, also von Kiel nach Oslo dann wieder. Ne? War sehr geil, war echt sehr, sehr geil, Mann. Ältere Dame. Wieso?
Ja gut, älter war sie auf jeden Fall. Aber irgendwie war das auch cool. Sie kam dann immer die ganze Zeit eine rauchen, hat sich dann immer neben Jan gesetzt und hat dann immer gequatscht. Und dann so durch Zufall habe ich das dann mitgekriegt, dass der Rob fließend Norwegisch redet. Da war ich ja erstmal baff. Rollo, fahr doch Linie Travemünde Helsinki. Nee. Weiß ich nicht, das Schiff da ist ja, so wie ich mitgekriegt habe, bist du ja mit 3-4 Mann da auf der Kabine. Das muss ich nicht haben, ehrlich nicht. Dann lieber Colorline. Echt, das ist der geilste Dampfer, den ich jemals mitgefahren bin, ernsthaft. Mega nice. Und dann auch noch so geile Leute kennengelernt. Wahnsinn. Wenn man Alkohol auf der Fähre gekauft hat, muss man 24 Stunden erst an Land verbringen. Was meinst du, Steve? Aber Alkohol habe ich ja nicht gekauft auf der Fähre. Ich habe es nur getrunken. Ich schwöre. Das haben wir alle nur getrunken. Einfach geil. Das war so ein geiler Abend gestern. Bis um 2 haben wir gemacht. Wegen zollfrei einkaufen. Vielleicht hat ja die ältere Dame Alkohol gekauft auf dem Schiff. Das weiß ich nicht. Sie sagte irgendwie was, dass sie von Kiel gekommen ist, wegen ihrem Mann irgendwie was. Aber ich habe da auch nur die Hälfte mitgekriegt, weil das so laut war. Und das Norwegisch habe ich nicht verstanden. Und das, wenn sie Englisch geredet hat, war auch sehr schwer zu verstehen. Aber es war auf jeden Fall ein richtig geiler Abend. Richtig geiles Schiff. Ernsthaft, also. Ist schon echt so ein kleiner Luxusdampfer für LKW-Fahrer so. Mega geil. Schwimmbad gibt's da, da gibt's auch noch eine Sauna. Fitnesscenter gibt's da noch. Ja, da gibt's wirklich alles. Wie ich gestern schon gesagt habe. Das Schiff hat alles, nur kein Puff. Was ich schön finde, es geht dir gut. Ja, Matze, da hast du recht, mir geht's auch wirklich gut. Und ich hoffe, euch allen geht's auch gut, weil das ist sehr wichtig, dass es allen gut geht. Definitiv. Ne? Und das, ich habe ohne Scheiß, Matze, ich habe das gestern richtig genossen auf dem Schiff, Alter. Schon lange nicht mehr so gelacht, ey. Ernsthaft, war richtig geil. Könnte ich jede Woche fahren. 2-mal, 3-mal. Von mir aus jeden Tag nur im Dampfer hin und her fahren. Trunkenheit am Steuer in Schweden, 6 Monate schwedische Gardinen. Ja, ich weiß. Da Alkohol am Steuer sind die Skandinavier irgendwie alle so ein bisschen sehr streng. Aber was ich jetzt nicht wusste, ist, dass das Bier trinken in der Öffentlichkeit, also jetzt, wenn ich jetzt aussteige und mich da drüben auf die Bank setze, dass das verboten ist hier in Norwegen. Das wusste ich jetzt nicht. Das hat mir unser Kollege, der Mike, der hat das am Telefon gesagt. Das habe ich dann auch gegoogelt und es ist tatsächlich so, dass das verboten ist. Jo, meld, mir gut geht. Lieber Fjordline, braucht man zwar länger, ist dafür aber besser ausgeruht. Jetzt halt Stavanger. Okay, na, das kenne ich auch nicht, die Fähre. Das sagt mir auch nichts. Du kannst es ja einmal machen, Rollo, wenn du genug Kronen in der Tasche hast. Nee, das will ich ja nicht riskieren, du. Das will ich ja nicht riskieren. Deswegen trinke ich mein Bier ja hier in den 4 Wänden. Gut, ich habe mir, wo ich aufgenommen habe noch und ausgestiegen bin, habe ich mein Bier in meine Kaffeetasse gefüllt und bin dann mit meiner Kaffeetasse darunter. Dann sieht das so aus, als würde ich Kaffee trinken und kein Bier. Aber bei so einem geilen Ausblick, da geht nicht anders. Weiß ich nicht.
Aber ich habe keine Flasche in der Hand gehabt. Das ist viel wert. Das ist doch schon mal viel wert. Und wir haben es jetzt 21.58 Uhr, wie der Himmel einfach noch nicht dunkel ist, ne? Mega geil, Mann. Fjordline geht 12 Stunden, aber den Umweg von Larvik nach Tananga Stavanger ist viel zu weit. Okay. Aber ist die dann besser, die Fähre? Oder eher nicht so? Einmal Hurtig-Routen würde ich auch gerne machen. Was ist das denn? Hurtig-Routen? Menü war doch gut. Ja, das Essen war super. Also das Buffet war mega geil. Das hat sehr, sehr, sehr lecker geschmeckt. Und ich war ja dann mit Jan unten in diesem Bellas Pizza-Dingsbums da, wo du Pizza essen kannst und sowas. Das war auch sehr lecker. Sehr, sehr lecker. Und das Bier war auch, das ging ja gut, weiß ja selber, ne? Ging runter wie warme Milch. Ja, was Alkohol angeht oder betrifft, sind die Nordmänner richtig grell. Ja, das habe ich schon ein paar Mal gehört. Deswegen, jo, lass mir das lieber. Schöne Fähre, aber halt keine Colorline aus Lukiel. Ja gut, das stimmt, das stimmt. Das ist, ich glaube, eine Fähre, die das toppt, Oslo-Kiel oder Kiel-Oslo, ich glaube, da gibt es auch keine, die das toppt. Es sei denn, du gehst auf ein Kreuzfahrtschiff, wenn du Urlaub hast. Das ist, kann ich mir kaum vorstellen, aber das ist echt geil. Also ich, wie gesagt, sehr gerne, jederzeit wieder. Ernsthaft. An einem Abend so geile Leute kennengelernt. Mega geil. Was hast du geladen, Rollo? Bis jetzt noch nichts, Twan. Bis jetzt noch nichts. Wir laden morgen wieder irgendwas Schrottmäßiges für Flensburg. Und dann frage ich mal, ob ich nochmal Hamburg laden kann und dann wieder zurück kann. Och, das wäre ein Träumchen. Rollo, leider haben es gute Charaktermenschen komischerweise oft schwer im Leben. Gräber hatte auch öfters Pech mit einigen Speditionen. Naja, Pech will ich jetzt nicht sagen. Das war das erste Mal, ne? Dass ich Pech hatte, Tina. Bist du sicher, dass dort dieselbe Zeit ist wie in Deutschland? Ja. Lokal zu Hause, 22:01. Oh, sorry. Kann man das sehen? 22:01. Ich weiß nicht, ob es in Finnland anders ist. Das kann ich euch nicht sagen. Alter Gevatter, was für ein Sauwetter hier. War gerade draußen ein kleines Geschäft verrichten. Da musst du ja aufpassen, dass man in der richtigen Richtung stehst. Stimmt das bei dir auch so? Nee, ich habe herrliches Wetter hier. Ernsthaft, Thorsten. Herrliches Wetter. Den ganzen Tag Sonnenschein gehabt. Kein Wind, nichts, kein Regen. Herrliches, schönes Wetter. Wie gesagt, neben dem Wasser hier, das Wasser schön ruhig. Ganz leichte Wellen. Mega nice, Mann. Mega nice. Also war gestern, ich habe auch noch einen Fahrer kennengelernt, der fährt bei Totem Transporte, so ein älterer Kleiner. Der hat gesagt, das ist mega geil hier oben und da hat er vollkommen recht mit. Das haben aber alle gesagt, ne? Das ist so. Hurtigruten sind die Postschiffe von Norwegen, die gehen von Bergen nach Kirkenes. Entlang der norwegischen Küste. Ah, okay. Sie ist wieder was gelernt.
Finnland hat eine Stunde Verschiebung. Da ist es eine Stunde später. Ah, okay. Moin, Wuschi. Finnland eine Stunde später, glaube ich. Helsingborg jedenfalls. Finnland ist eine Stunde weiter. Super fast. Minion Lines, Anneck Lines. Kenne ich alles nicht. Wenn der Norweger Alkohol getrunken hat, sind alle redselig. Okay? Das weiß ich nicht. Ja, so viele Alkohol trinkende Norweger wirst du dann, wenn das verboten ist, hier nicht sehen, irgendwie in der Öffentlichkeit, ne? Normalerweise müsste Finnland eine Stunde voraus sein. Das kann ich euch nicht sagen, weiß ich nicht. Also hier definitiv nicht. Aber zu Hause oder auf der Fähre? Aber auf der Fähre, ja, doch, war echt eine geile Stimmung. Getrunken haben wir alle. Skippy, wie sind denn die Straßen und der Verkehr in Norwegen? Also vom Verkehr her würde ich jetzt fast sogar behaupten, dass es ein bisschen mehr ist als in Schweden. Nicht viel, aber ein bisschen. Würde ich jetzt vom Verkehr sagen. Und die Straßen sind scheiße. Meine Meinung. Zumindest mit dem Actros. Also nicht, weil die Straßen kaputt sind, aber da sind ja Spuren drin. Wahnsinn. Also da kommt der Actros, ich weiß nicht, ob das an der 100.000-fachen Luftfederung hier an der ganzen Kabine liegt, aber der kommt da überhaupt nicht mehr klar. Da bist du nur am Hin- und Herwackeln die ganze Zeit hier, wenn du in den Spuren mitläufst. Also das war auf der E18, war nicht schön, das Fahren. Und da am Bodenwellen da, Heide Witzka, ja, Katastrophe, was da für Bodenwellen drin waren. Bei der einen Bodenwelle ist meine Kamera, die steht sonst hier hinten am Bett, da an der Rückwand, die ist hoch, bei der einen Bodenwelle, ich habe die auch gar nicht registriert, die Bodenwelle. Das ist Stativ hochgesprungen und ist dann hier vorne auf den Tisch geknallt und dann auf den Boden gelandet. Fand ich nicht lustig, aber naja. Also teilweise kannst du echt nicht schnell fahren. Oder ist beabsichtigt so gebaut, damit du nicht schneller fährst. Das kann natürlich auch sein. Ich stehe in Magdeburg bei der Polizei und habe keinen Parkplatz gefunden. Ich lebe auch noch. Termin in Tirol gehabt und später losgefahren. Geht auch. Ja sicher, Matze, na sicher. Selbstverständlich. Nebenstraßen auf jeden Fall, Katastrophe. Nur die Europastraßen werden ein-, zweimal im Jahr neu gemacht. Das ist aber auf der E18 schon eine Weile her, das Jahr, würde ich mal so behaupten. Aber da sind wirklich ein paar Bodenwellen drin. Hammermäßig. Bodenwellen sind echt nicht ohne. Und die Spuren halt auf jeden Fall auch, ne? Die sind ja Wahnsinn. Ob das jetzt überall in Norwegen so ist, keine Ahnung. Ich kann jetzt nur von der E18 reden. Und von der 313. Ich weiß gar nicht, ist das Landstraße, Bundesstraße? Das weiß ich auch nicht. Da, wo ich gerade stehe. Hat es einen Monat früher fahren sollen. Meter Schnee ist ja noch nicht so lange her. Na, ich bin gar nicht so der Schneefan, aber das wisst ihr ja, ne? Also ich mag Schnee überhaupt nicht auf der Autobahn oder auf Straßen. Auch nicht, wenn ich mit dem Pkw fahre. Das mag ich überhaupt nicht. Auf gar keinsten. Rollo, hast ein Mercedes, der fühlt auf der Straße, auf jeder Straße. Was? Wir wollen nochmal lesen. Rollo, hast ein Mercedes, der fühlt auf jeder Straße zu Hause. Der fühlt sich auf jeder Straße zu Hause. Ach so. Ja, das weiß ich nicht. Also, dass die E18 mochte nicht so wirklich. Aber das Hin- und Hergeeier da auf der Straße, das war ja eine Katastrophe.
Dieser Winter war ja richtig lang und hart. Sehe ich hier auch. Der Asphalt überall gerissen. Okay. Ich bin raus, morgen wieder an die Arbeit. Bis die nächste, Leute. Jo, Twan, schön, dass du da warst, ne? Schön, dass du da warst auf jeden Fall. Bis zum nächsten Livestream, ne? Also Donnerstag. DSTN, Samstag schon gefreut, dich zu sehen, aber war dann doch ein Kollege von dir, der draußen stehen musste. Wo stand er denn? Wo hast du den denn gesehen? Twan, gute Nacht. Okay, das kann ich jetzt nicht übersetzen. Den Jürgen hast du gesehen? Den Jürgen? Dann werde ich ihm das gleich mal erzählen, wenn ich ihn sehe, dass du ihn gesehen hast. Nee, das war ich nicht. Ich fahre im Mercedes. Eine Arthrose hat er. Hast du auch die Fähre gefilmt? Nein, leider nicht. Das Rein- und Rausfahren habe ich gefilmt. Aber ansonsten habe ich auf der Fähre leider nichts gefilmt. Gar nichts, weil ich habe die Kamera im LKW vergessen. Leider. I'm sorry. Aber das Rein- und Rausfahren habe ich gefilmt. Ich könnte zwar ein paar Handyvideos einblenden, die ich gemacht habe, aber das sind auch nur so kurzweilig, wo ich den Fußboden gefilmt habe, weil die da oben irgendwie so eine Lichter abgebildet haben oder irgendwie was. Da sind dann so Streifen irgendwie über den Fußboden so rüber. Sah schon cool aus, aber so richtig gefilmt habe ich im Schiff gar nichts. Das würde ich dann beim nächsten Mal vielleicht machen, wenn ich nochmal hinfahre. Aber das Problem ist aber auch, inwieweit man da filmen darf, das weiß man nicht, weil die Meile da unten, da diese Shoppingmeile oder was das da ist, die ist voll mit Menschen. Und da weiß man halt immer nicht, ob man das so einfach filmen kann, darf. Und da, wenn der eine sagt, ja, ist okay, dann sagen 100 andere, nee, ist nicht okay. Ne, das kann ich dir nicht sagen. Das müsste ich dann gucken, wie man das macht. Hattest du schon Urlaub dieses Jahr? Ja, ein Monat. Nee, ein Monat nicht, aber 2 Wochen hatte ich insgesamt frei gehabt. Schöne Runde hier, top Unterhaltung. Bin schon gespannt auf die Videos mit dem Schubboden und ob es mit der Arthrosine weitergeht. Ja, eigentlich ist es immer eine schöne Runde, wenn wir live sind. Eigentlich immer, würde ich sagen. Und ja gut, entladen. Ich wollte Mittwoch versuchen, das Entladen zu filmen. Wie gesagt, ich kenne die ganzen Schrottbuden und alles nicht. Ich weiß es nicht. Kann ich euch leider nichts zu sagen. Ob das klappt, wie ich es machen könnte, eventuell etc. pp. Das kann ich euch leider nicht sagen. Weil hab's ja so Schubboden noch nie irgendwie was machen müssen. Außer dass ich ihn jetzt hinterher ziehe. Das verstehe ich auch nicht, Rollo. Was verstehst du nicht? Jetzt bin ich schon wieder aus dem Text hier, aus dem Takt. Machst du noch was mit deinem Actros oder nur Standardgardinen und Aufkleber? Ich kann momentan eigentlich auch gar nichts machen an dem Auto, weil ist nicht mein festes Fahrzeug. Ich fahre den jetzt nur vertretungsweise. Wenn der Kollege nicht wiederkommen sollte und ich ihn behalten darf, dann auf jeden Fall. So, wieder da. Welcome back. Gute Nacht, Rob, habe ich gesagt. Rollo, keep on trucking. Ah, okay. Das heißt gute Nacht. Okay, alles klar. Ja, dir auf jeden Fall auch eine gute Nacht, mein Lieber. Rollo braucht einen 24-7-Webcam. Big Brother is watching you. Nein, das wollt ihr nicht sehen. Sag mal, ist deine Seitenscheibe gesprungen? Nee. Das ist ein Baum, der hier steht. So ein kleines Bäumchen zumindest. Nee, nee, die ist heile, die Scheibe. Niederländisch, was Twan zu Rob geschrieben hat. Ja, ich weiß, dass das Niederländisch war. Liegt nahe, wenn das zwei Holländer sind. Aber Rob kann sich mit dir auch auf Norwegisch unterhalten. Das spricht er auch. Ist krass, wie es Menschen gibt, gerade ausländische Menschen, die da so schnell Sprachen lernen können. Ne? Der Deutsche, der stellt sich immer so total dämlich an bei.
die ältere Frau damals, zum Käse, gestern Abend, die sich immer zu uns gesetzt hat, die hat mir auch gesagt gehabt, was ich liebe dich auf Norwegisch heißt und vielen Dank. Irgendwas mit Tschüss, Tack oder irgendwie so heißt wohl vielen Dank, wenn ich das richtig verstanden habe und noch richtig im Schirm habe. Tschüss, Tack heißt wohl irgendwie vielen Dank oder so. Aber das Ich liebe dich habe ich schon wieder vergessen. Ich aber kein Niederländisch. Tüsentag, Wollung. Jack Elsker Deck. Was heißt das jetzt nun wieder? Jack Elsker Deck? Das sagt mir ja nun gar nichts. Ich war schon mal auf der Brücke mit meiner Freundin, Kollegin und wir dürften da mal Bilder machen. Aber da hochzukommen war eine Herausforderung, nur für Stammkunden und dann auch noch gescreent. Okay? Naja, deswegen sage ich ja, ne, gerade auf so einem Schiff, ich meine so mal TT-Line oder Finnlines oder sowas, das ist drauf geschissen, ne? Aber gerade so wie bei der Colorline, mit der wir da gefahren sind, da stelle ich mir das sehr schwer vor mit dem Film, wenn du dann keine wirkliche komplette Erlaubnis irgendwie vom Captain hast oder vom Kapitän hast oder irgendwie sowas, dass du da so, keine Ahnung, so ein Kärtchen kriegst, dass du filmen darfst oder irgendwie sowas, ne? Stelle ich mir das sehr schwer vor, auf der Colorline zu filmen. Tatsächlich, weil da ist wirklich sehr viel los. Und da sind ja nicht nur Menschen, da sind ja richtige Geschäfte da drin, ne? Das ist leider das. Ja, Problem will ich nicht sagen, aber das ist halt die Schwierigkeit dahinter, ne? Tüsentag. Aber das Tusen, wie wird das ausgesprochen? Nicht so dieses Tschüss? Nee, ne? Jek Elsker Deck. Heißt, ich liebe dich. Aha, und dann er glatt i Deck auch. Nee, hä? Jetzt bringst du mich durcheinander hier. Deutsch ist sogar für Einheimische ein Problem. Oh ja, da hast du recht. Man siehe meine Kommentare. Tüsentag ist tausendmal Dank. Ah, okay. Frage an unsere Holländer. Welche Insel ist für Urlaub besser? Texel oder Ammerland? Da bin ich raus, keine Ahnung. Die Einfahrt mit dem Schiff in Osloer Hafen fand ich total schön. Ja, von der Einfahrt in den Osloer Hafen habe ich gar nicht so viel mitgekriegt, weil wir hatten da noch gefrühstückt gehabt, bis kurz vor, wann sind wir da weggegangen aus dem Frühstücksbereich da? Um halb zehn, kurz vor halb zehn sind wir da rausgegangen. Und dann kam schon die Durchsage, dass wir bald anlegen. Und dann sind wir eigentlich nur noch in die Zimmer gegangen, haben unsere Sachen geholt und sind dann runtergelaufen zu den Decks, wo die LKWs gestanden haben da. Die Einfahrt mit dem Schiff in den Osloer Hafen fand ich total schön. Habe ich das nicht gerade schon beantwortet? Ja, habe ich gerade beantwortet. Was ist los mit deiner Seitenscheibe? Nix, was soll denn mit dir sein? Die geht rauf und die geht runter. Man kann durchgucken. Und das sind Bäume hier, das sind Äste. Ammerland ist teilweise sogar barrierefrei. Okay. Seitenscheibe, Äste und Lampe von oben. Richtig, Bernie aus dem Kohlenport. Weiß ich nicht, noch niemals da gewesen. Texel ist größer und halt etwas mehr Touristen. Ammerland ist mehr beschaulicher. Ich bin Kraftfahrer, kein Millionär. Achso, sieht komisch aus. Jo, ja gut. Keine Ahnung.
Stefan hat es schön, teilweise zweimal Fähre. Stefan? RDX, moin! Rollo parkt direkt im Baum. Nein, da ist ja gar kein Platz in dem Baum zum Parken. Mensch, das ist nur so ein kleines, dünnes Ding. Ich dachte, die ist gesprungen. Nö, nö. Nö, nö. Da ist nichts gesprungen. André hat sein LKW noch laufen. Ich meine auch nochmal, eigentlich nicht. Ah, die Akkus, also die Batterielaufleistung von dem neuen Actros, ne? Nochmal kurz dazu gesagt. Die ist mittlerweile fast, würde ich sagen, vergleichbar mit Volvo. Also der hält genauso lange durch. Mega krass. Hat es da vorher auch nicht gehabt. Du hast jetzt einen 1851. Richtig. Korrekt. FedEx. Ach so, den Stefan meinst du? Ja, sag das doch. Ja, der fährt zweimal viel. Manchmal sogar viermal in einer Woche. Moin Michael! Sie ist ein wenig dreckig, sonst nichts. Brille? Ja. Ich weiß auch nicht, was das für ein Fleck da ist, aber das ist alles von draußen. Aber es ist ein schönes Auto. Ernsthaft. Echt schönes Auto. Wo steckst? Ich bin in Norwegen. Dafür haben manche Volvo ein Problem mit der Motorbremse. Naja, es kommt immer auf die Strecken an, die du fährst, ne? Und mit welchem Gewicht du die Strecken fährst. Also ist vielleicht auch von Volvo zu Volvo unterschiedlich. Also mein Volvo, den ich damals bei GJ hatte, den weißen, der hat nie solche Meldungen gegeben wie der, den ich hier bei Neumann hatte. Mit Bremsleistung reduziert, Bremse überhitzt. Das bei 10% Gefälle mit 40 Tonnen. Da hat der Stift aber ein paar Mal geklopft draußen an der Unterhose. Das kann ich dir sagen. Das kann ich dir sagen. Da war ich am Schwitzen wie, ne? Du weißt schon, Schwitzen wie so ein Schwein. Wie viele Kilometer stehen morgen an? Also von hier bis zur Ladestelle haben wir jetzt 30 Kilometer. Keine Ahnung, wo die Ladestelle ist. Ich habe keine Informationen, gar nichts. Ich fahre morgen André einfach nur hinterher. Und von der Ladestelle aus soll das wohl irgendwie eine Stunde 30. Also gehen wir von 70, 80 Kilometer bis nach Larvik. Die wir dann fahren. Und dann fahren wir von Hirtshals. Alles, was wir an Zeit noch haben, Richtung Flensburg. In der Hoffnung, dass wir morgen auf deutscher Seite noch ankommen. Was würdest du denn für einen LKW bekommen, falls du den Actros abgeben musst? Naja, gibt ja nicht viel zur Auswahl, ne? Volvo oder Scania. Scania sind alle besetzt, also wird es dann wohl wahrscheinlich wieder ein Volvo werden. Hab schon zweimal die Woche Actrose von euch gesehen. Okay. Wann jetzt? Diese Woche? Oder letzte Woche? Letzte Woche kann sein. Da war André unten in Trier und so. Das kann sein, dass André oder Gregor halt, ne? Gregor hat öfters zu mir gesagt, ich hab dich sehr lieb, aber er hat das in Deutsch gesagt. Wenn ich mal mitgefahren bin, sagte Gregor oft, ach Tina, du bist eine ganz tolle, weißt du das eigentlich? Okay. Und Rollo macht Froschaugen, wenn die Motorbremse nicht greift. Das kannst du da wohl haben, ne? Also da ging mir wirklich der Arsch auf Grundeis. Da bin ich ja diese eine Strecke da gefahren, 10% rauf, 10% runter. Da ging mir richtig der Arsch. Das kann ich dir sagen. Padborg? Fragezeichen. Na, ich würde schon gerne versuchen, auf deutsche Seite zu landen. Morgen noch. Also ich weiß ja nicht, wie weit André morgen fahren will, aber ich will auf jeden Fall versuchen, nach Deutschland wieder reinzukommen morgen.
jetzt halt Flensburg ist ungefähr 4,5 Stunden. Ah, oh, na, dann kommen wir ja locker noch nach Deutschland. Wunderbar. Das wusste ich jetzt halt nicht, weißt? Deswegen, mir wäre es lieber, wenn ich nach Deutschland reinkomme. Morgen wieder. Ja, ja. Dann schnell abladen. Dann am besten schnell nach Hamburg, wieder laden und dann ab nach Kiel und wieder auf die Fähre. Das wäre ein Träumchen. Letzte Woche. Ja, wie gesagt, kann ja dann nur André oder Gregor gewesen sein. Wenn der Actros viele so Lampenbügel und Sidebar, Lowbar und sowas dran hatte, dann war das André. Ansonsten die anderen beiden Actrosen, die sind Standard. Da ist gar nichts dran. Außer Lampenbügel. Hatte mal ein 18630, eine Klapperbude vor dem Herrn. Kasseler Berge voll ausgeladen, kein Problem. Ja, also ich muss sagen, der zieht gut hier. Doch, muss ich sagen, also der zieht echt gut. Definitiv. Kann jetzt, gut, kommt immer ganz drauf an, wie man die Autos einfährt, ne? Aber der zieht echt gut. Also der Volvo, den ich hatte hier bei Neumann, der hat ja gar nichts gezogen. Den konntest du auch manuell schalten in der Berge, wie du willst. Da war keine Puste drauf auf dem Rohr. Kannst du knicken. Heute ist ja erst Montag. Ja, das stimmt, das stimmt. Da hast du recht. Flensburg, nix gut. Die sammeln Punkte. Ja, eigentlich könnte ich ja da mal vorbeifahren und fragen, wie viele ich schon habe, ne? Wie viele mir noch fehlen bis zum Fahrrad. 10%, das war, glaube ich, in Thüringen. Es kann sein, dass das in Thüringen, Fichtelgebirge, irgendwo war ich da unterwegs gewesen. 10% rauf, 10% runter. Und dann bin ich da so den Berg runter, 10%, und da war ganz unten, war dann eine scharfe Kurve, so am Felsen vorbei. Und da fing er dann an, so auf dem Dreiviertel da des Weges, fing er dann an, Bremse zu heiß, Bremsleistung reduzieren, wo ich gedacht habe, yo. Innerlich habe ich schon mich hinter der Leitplanke gesehen. Aber, naja. Das ist ein Volvo, ist ein geiles Auto, Leistung, alles top, aber Platz ist Müll und das hat er, wie gesagt, mein alter Volvo hat das nicht gehabt mit den Bremsen. Ne? Aber es ist schon, da kriegst du erstmal schon ein ganz anderes Gefühl, wenn dein Auto zu dir sagt, ich reduziere jetzt die Leistung deiner Bremsen, weil ich bin zu warm. Ist ja kein Problem, aber muss das unbedingt in einem 10% Gefälle sein, wenn ich gerade runterfahre und 40 Tonnen hinten auf dem Rücken habe? Nee, muss man nicht haben. Bremse überhitzt hatte ich bei dem Eimer letzte Woche auch mit nur 5 Tonnen. Das ist schlecht. Mein Lieber, das ist schlecht. Dann träumen wir mal weiter, Rollo. Von wem soll ich denn träumen? Vom Volvo? Nee, lass mal. Wenigstens weiß Rollo, wie man den Retarder benutzt. Ja, das stimmt. Es gibt auch tatsächlich viele Fahrer, die benutzen das Ding gar nicht. Bei dem Actros hier benutze ich den auch. Manchmal schalte ich leider, weil ich es vom Volvo gewohnt bin, um auf den Knopf zu drücken, schalte ich manchmal den Automatikmodus um auf Eco Plus, aber das ist Wurst. Kann man ja wieder zurückschalten. Denkt dran, diese Woche Blitzermarathon in Sachsen, Rheinland-Pfalz, Hessen, Hamburg und Baden-Württemberg. Die anderen machen gar nicht oder nur halb mit. Ah, okay. Okay. Ja, weiß ich nicht. Ich weiß keine Ahnung, ob ich da jetzt überhaupt nochmal hinkomme. Don Keule. Rollo, du geiler Bock. Was geht, Soldat? Nicht viel, Don Keule. Don Keule habe ich auch gerade gar nicht vor Augen. Einfahren, gleich in die Fresse. Da müssen sie abkönnen. Ja, ist so. Ist so. Mir wurde damals bei dem Volvo auch gesagt gehabt, der soll sachte eingefahren werden. Yara, 40 Tonnen, Berge, Vollgas, manuell schalten, bis er schreit. Und der ist gelaufen, der ist gerannt, der ist echt gerannt. War das schnellste Auto, was wir hatten nachher. Das 1. Juli müssen wir uns wieder treffen. Seid ihr wieder im Urlaub?
Das ist schon hart, wenn der LKW die Bremsleistung reduziert. Ja. Wie gesagt, an sich ja, kann das passieren. Ist alles kein Problem. Aber wenn du da gerade 10% den Berg runterfährst und du hast dann 40 Tonnen im Nacken, dann ist das nicht lustig. Moin Carsten, du hast zu viel Zeit bei Neumann. Jetzt aktuell ja, seit 15 Uhr habe ich Feierabend, tatsächlich. Tatsächlich, bin mal in deiner WhatsApp-Gruppe gewesen. Ruhrtal bzw. Rüdebusch-Kipperfahrer aus dem Pott nähe Sprockhövel. Sagt dir das noch was? Ah, ja, aber logisch, jetzt sag mir da was. Ich hatte dir das mal eine Nachricht geschickt, ja, da hast du auch gar nicht mehr drauf geantwortet. Jetzt klingelt es wieder, ja, jetzt habe ich auch ein Bild vor Augen. Jetzt weiß ich was. Wer du bist. Schön, dass du hier bist. Schon lange nichts mehr von dir gehört. Ja, da sind wir wieder im MacPom. Okay, super. Na, müssen wir dann nochmal gucken, wo ihr langfahrt, weil ich wohne ja da auf der Ecke nicht mehr. So, Rollo, ich bin raus, reingehauen, Digga, bis die Tage. Jo, alles klar, Steve. Schön, dass du da warst, ne? Und vielleicht sehen wir uns ja Donnerstag auch wieder, wenn du dann zeitlos und Laune hast. Nicht geantwortet. Arsch auf mein Haupt. Wahrscheinlich untergegangen. Ja, du, ach, alles gut. Ich weiß ja selber, ich bin auch einer, der gerne mal nicht viel schreibt. Gibt es die Gruppe noch bei WhatsApp? Jo, die gibt's noch. Sachte einfahren. Ja, nee, ist klar. Ja, Bernd, sachte einfahren. Sachte fahren kann ich sowieso nicht. Ich wollte hier in Norwegen schon, weil André sagte, hier nur 80 fahren. Ja, aus dem Hafen raus. Vollgas. Nach 3 Kilometern die erste Bodenwelle habe ich gesagt, okay, wir fahren doch nur 75. Immer wieder gerne, Rollo. Wunderbar, wunderbar, das freut mich. Yara, diese Drecksbude. Ich habe keine Ahnung, warum ihr alle mit Yara so ein Problem habt. Ich finde die Bude so geil. Ich bin da so gerne auch früher schon gewesen. Weiß doch, ich fahre gern Auto. Ja, das stimmt. Ich habe bis Termin habe ich jetzt so knappe 60 Kilometer. Das ist nicht mehr ganz so um die Ecke. In der Gruppe ist Rollo aber nicht aktiv. Ich weiß, aber ich habe es mittlerweile wieder auf dem Telefon, die Gruppe. Ich habe es mittlerweile wieder auf dem Telefon. Ja, halte dich an die Geschwindigkeit. Bis 1000 Euro kann kosten bei 11 km/h zu schnell. Ernsthaft? Das ist viel. Das ist richtig viel. Meiner hat vom ersten Tag an nur Vollgas. Wenn er das nicht abladen, ist der Motor schrott. Ach, nicht ab kann, dann ist der Motor schrott. Ja, das ist richtig. Das ist richtig. So geil im Sommer in langärmlichen Zeug rumeiern. Naja, du kannst ja auch dünne, langärmliche Sachen anziehen, ne? Es kommt immer ganz drauf an, wer vorne halt im Pförtner ist, und es kommt immer ganz drauf an, wer bei der Verladung mit bei ist. Ne? Stimmt deine Handynummer noch, Rollo? Ja, die stimmt noch. Selbstverständlich. Handy in der Hand kostet seit 1.2. auch 1000 Euro. Die Polizei braucht Geld. Okay, heftig, Mann. Richtig heftig, Alter. Das ist teurer wie bei den Franzosen, Junge. Aber ich habe heute noch nicht ein Polizeiauto gesehen. Einen Krankenwagen habe ich gesehen. Aber ein Polizeiauto habe ich noch keins gesehen. So, aber jetzt macht's gut, Leute. Ja, nun aber husch, husch, ab ins Bett. Langärmelig, wieso eigentlich? Damit wir nicht gedüngt werden? Naja, warum das langärmelig ist, das kann ich dir nicht sagen, aber finden beim Ammoniumnitrat, da musst du definitiv langärmliches Zeug tragen. Da ist es dann auch wieder sympathieabhängig, wenn du mit den Verladern klarkommst, und ich trage ja nicht mal eine Warnweste, wenn ich da bin. Also da kann man schon. Und wenn die Verlader da sind, so wie zum Beispiel Olaf oder so, dann kannst du definitiv auch die Jacke ausziehen.
oder den Pullover. Da ist dann die lange Hose viel wichtiger. Nur vorne mal, halt, wenn du dich anmeldest, musst du halt in langen Klamotten hingehen. Es sei denn, Wolfgang ist da, dann brauche ich das nicht. Norge ist pleite anscheinend. Wünsche dir noch was, bis die Tage mal. Jo, alles klar, schön, dass du kurz reingeschaut hast, mein Lieber. Rettungskasse wird immer noch nicht hart genug bestraft. In Deutschland wird alles nicht hart genug bestraft. Das sage ich dir. Guck dir meine Strafe in Italien an. Ein abgefahrener Reifen, kein originales Dokument für den Trailer dabei, sondern nur eine Kopie und zwei Verstöße auf der Karte. Hör mal eben, 356 Euro weg, ne? In Deutschland, was jetzt in Deutschland bezahlt, 50 Euro und dann du. Im Ausland ist schon teurer. Vor mir ist ein Rettungsheli gelandet heute, so 30 Meter weg. Da war schön windig dann, wa? Die filmen von den Schilderbrücken von oben ins Auto. Und schwupps, hast du dein Handy-Ticket. Ja, aber ich habe mein Handy nicht in der Hand gehabt heute hier in Norwegen. Mein Handy stand schön vorne in der Armatur drinne und war alles schick. Mich hat auch keiner rausgeholt. Also wie gesagt, in der Hand habe ich es nicht gehabt. Und angeschnallt war ich auch. Na Gott sei Dank habe ich die Bude nicht mehr. Ich werde bei Rossmann alt. Das Einzige, was fehlt, ist Griechenland. Tja. Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt noch da runterfahren. Also wenn ich das so höre, ist eigentlich Seniorchef der Einzige, der dann noch hin und wieder hinfährt mit dem LKW. Ansonsten. Aber das wäre auch nochmal so ein Land, wo ich gerne mal hinfahren würde. Nur um das mal gesehen zu haben. Ansonsten muss ich es nicht haben. Für was hattest du eigentlich den Lappen abgegeben? War das in Deutschland? Ja, es war in Deutschland gewesen. Da hat er den abgegeben für einen Monat. Also nichts Dickes. Ach, lass mal, wegen mir musste ein Heli in der Nähe von Bad Nenndorf landen. Wegen dir? Oha. Das ist ja nicht schön. Du bist live. Stunde ist rum. Da macht er das doch immer. Ach, da oben steht's doch. Korfu ist geil, hatte viermal die Tour. Ja, wie gesagt, das Einzige, was ich an der Tour vielleicht nicht so geil finden würde, wäre, dass du deine Kabine teilst mit mehreren Mann. Aber einfach mal, um das mal gesehen zu haben, würde ich gerne mal nach Griechenland runterfahren, ja. Ansonsten zieht es mich in den Süden ja sowieso nicht, aber das weißt du ja. Ich bin lieber hier oben im Norden. Da kann er von mir aus auch ganz weit hoch gehen. Ganz weit hoch. Oder in die Schweiz, könnte ich auch gerne mal wieder, fahre ich auch schon ewig nicht mehr. Österreich ist auch schön. Da bin ich auch gerne. Also dann so ab Italien nachher oder so, das muss ich nicht dauerhaft haben. Frankreich, das muss ich sagen, das habe ich in einer anderen Firma genossen. Die Tour nach Frankreich, nach Auxerre, die habe ich richtig genossen, die Tour. Ewigkeiten nicht mehr so schön in Frankreich gefahren. Da fahre ich auch gerne noch hin. Ansonsten Belgien, Holland. Holland sowieso. Holland ist ein Muss. Ist auch ganz weit fahren. Was meinst du, Rob? Nach Angers runterfahren oder? Ich habe so ein Headset, das stecke ich unterwegs auf mein Öhrchen, aber nur wenn ich weiter unterwegs bin. Gregor hatte 2x70 D-Mark Bußgeld fürs Telefonieren bezahlt, jetzt 1200 Euro. Hammer teuer. Ist das in Deutschland echt so teuer? Portugal ist cool, da waren wir auf Abschlussfahrt. Ja, wie gesagt, so mit diesen Südeuropa-Ländern habe ich eigentlich gar nichts an der Murmel. Ne, eigentlich so Spanien, Italien, Portugal, das sind also Länder, die muss ich nicht haben.
Aber so, was, wie gesagt, Griechenland würde ich mir gerne einmal angucken. Am besten wäre das ein Träumchen, weil ich ja, wisst ihr ja, einmal den Balkan runterfahren möchte. Einmal so richtig so über die Türkei, dann nach Griechenland, ein paar Kunden unterwegs noch. Weiß ich, in der Türkei irgendwie einen Kunden und davor irgendwie in den baltischen Staaten noch irgendwie und dann nach Griechenland und dann irgendwie über Italien wieder zurück oder sowas. Das würde ich gerne nochmal machen, ja. Nur um es gesehen zu haben. Dauerhaft fahren möchte ich das auch nicht. Wie gesagt, da ist mir, sind mir die anderen Länder viel lieber. Ist einfach so. Wenn in Deutschland die Strafen so hoch wären wie in anderen Ländern, würden nur noch mehr Kohle in andere Länder fließen. Da hast du wohl recht, Ronny. Anfangszeit bei Neumann, Hamburg, Madrid. Ja, das habe ich auch in meiner ersten Woche gehabt. Aber das war eine geile Tour. Tatsächlich meine erste bei Neumann. Da bin ich ja von hier, von Deutschland los nach Italien. Nee, Quatsch, ich war erst in der Schweiz. In der Schweiz leer gemacht, dann über den Simplon Pass nach Italien gefahren, habe dort in Madrid Sammelgut geladen für Schweden und bin dann nach Schweden hochgefahren und bin dann die Woche auch gleich in Schweden geblieben und habe die Trailer hin und her geschattelt. Das war eine geile Runde. Das war eine richtig geile Runde. Nach Nordnorwegen, Oslo nach Kirkenes über die E6, 2500 Kilometer. Das sind schöne Touren, ey. Richtig schöne Touren, Mann. Ernsthaft. Richtig, richtig schöne Touren. Würde ich gerne machen, Rob. Würde ich echt gerne machen. Würde ich sofort fahren. Ernsthaft. Dann tritt deinem Chef mal auf die Füße, dass du mal in die Schweiz kommst. Ja, das könnte ich machen. Mal wieder nachfragen, wie es aussieht mit der Schweiz. Das könnte ich machen. Bin ich auf Schweiz fahre ich auch gerne. Ist so. Aber da hole ich mir dann diesmal eine Schweizer SIM-Karte für mein Handy. Dann wird das nicht ganz so teuer für mich. Warum wackelt denn das Bett da hinten? Was ist damit los? Wir waren ja auch nicht in den Touristengebieten. Naja, Touristengebiete hin oder her. Das ist so, Italien ist. Nee. Ist für mich immer noch ein unfreundliches Land. Obwohl das in Trebbiano, das ging wirklich. Ne, das ging wirklich gut klar. Aber da haben sie auch Englisch mit dir gesprochen. Und das bisschen Italienisch, was ich kann, da kommst du nicht überall mit hin. Das ist so. Aber wie gesagt, Spanien, Portugal und so. Ne, das muss ich nicht haben. Spanien war ich auch schon mal, aber als Kind bin ich im LKW mitgefahren. Muss ich nicht haben. Echt nicht. Vergiss Bayern nicht. Ja, Bayern ist ja auch Ausland, ich weiß. Hattest du ja schon mal erzählt oder erwähnt. In der Türkei 24 Stunden an der Grenze stehen. Ja, macht doch nichts, aber du hast es mal erlebt. €128,50 und ein Punkt. Fürs Handy am Steuer. Handy am Steuer 100 Euro. Mit dem Fahrrad 55, Holland 380 im Auto. Ha, wo du das jetzt gerade sagst mit Strafe in Holland 380 Euro. Rob, ist in Holland das Rauchen und das Trinken während der Fahrt verboten, so wie in Belgien oder nicht? Das würde mich jetzt mal ernsthaft interessieren. Ich bin im Sommer mal in Sternberg mit unserem Chef Kaffee trinken. Oh, mit unserem Chef? Aha. Erzähl ruhig mehr. Kaffee trinken. Portugal war damals für Blinde und Sehbehinderte gut gemacht. Okay. Ups, Deutschland sogar ein Punkt fürs Handy am Steuer und 128,50. Ja, aber wie gesagt, in anderen Ländern kostet das schweineviel Geld, ne? Das ist so. Das soll man nicht glauben, aber das ist echt so. Ab dem 01.01.2022 gilt
In den Niederlanden ein Rauchverbot in gewerblichen Fahrzeugen inklusive Lkw. Das Verbot gilt nicht, wenn das Fahrzeug dem Fahrer gehört und nur von ihm selbst gefahren wird. Das Verbot gilt auch für im Ausland angestellte Fahrer, sobald diese auf niederländischem Territorium tätig werden. Rauchen ist verboten, wenn man im Auto vom Chef fährt, weil dein Chef soll dir einen rauchfreien Arbeitsplatz anbieten. Trinken von Sprudel oder Kaffee ist egal. Aber wenn ich dann jetzt eine Erlaubnis mit mir führe, dass ich von meinem Chef aus im Auto rauchen darf, ist das dann okay? Weil in Belgien, für Belgien haben wir so eine Erlaubnis, dass wir im Auto rauchen dürfen. Das ist schon krass, ne? Was für Gesetze durchgesetzt werden hier. Rauchverbot im Auto, Digga. Was ist da los? In Belgien darfst du rauchen, brauchst aber von Neumann so einen Zettel, dass die es erlauben. Rollo hat ich damals bekommen. Ja, haben wir alle mittlerweile im Auto. So ein Mutti-Zettel ist das hier. Ich weiß gar nicht, ich habe noch gar nicht reingeguckt. Habe ich den auch wieder dabei? Oder der Kollege war tatsächlich nicht Raucher, dann keine Ahnung. Weil ich hatte das nämlich mal erwähnt gehabt in der Firma. Das war doch so ein gelber Zettel, wo ist denn der? Hier, Rauchen am Arbeitsplatz. LKW in Belgien. Hiermit gestatten wir Ihnen das Rauchen an Ihrem Arbeitsplatz im LKW in Belgien. Dieses Schreiben zeigen Sie bitte nachweislich bei einer Kontrolle vor. Schöner wäre es jetzt natürlich, weil ich weiß definitiv, dass die Belgier damit nicht zufrieden sind mit diesem Schreiben, weil da nichts auf Englisch draufsteht. Oder Französisch. Aber das macht nichts. So ein Mutti-Zettel, wenn wir so einen Mutti-Zettel kriegen für Holland, dann dürfen wir doch in Holland theoretischerweise auch im Auto rauchen, oder nicht? Seit diesem Monat bin ich wieder punktefrei. Sehr schön. Das freut mich. Die merken alle nichts mehr, die Politiker. Ja, da ist wohl was dran. In England darfst du auch nicht im Auto rauchen, wenn Kinder anwesend sind. Okay, ich bin seit 13 Jahren punktefrei. Das ist sehr schön. Sehr, sehr gut. Wäre ich auch gern. Wird nicht so sehr drauf geachtet. Ist mehr, wenn ein anderer Kollege dein Auto übernimmt und der beschwert sich dann. Okay. Deutschland ist noch nicht ganz so teuer. Wer in Deutschland beim Fahren telefoniert, riskiert ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro und einen Punkt in Flensburg. Die Niederlande sind nicht das einzige Land in Europa, das strenge Gesetze zum Rauchen in Fahrzeugen erlassen hat. Nee, das ist richtig, das ist richtig. Aber ja, mein Gut. Aber ich habe jetzt in Holland auch noch nie wirklich so viele Polizisten gesehen, die da großartig in deine Kabine reingucken, ob du eine Zigarette in der Hand hast. Wie geht's denn Heinrich eigentlich? Dem geht's gut. Der ist jetzt nur ohne Eier. Der ist kastriert jetzt. Er hat keine Eier mehr. Nein, Holland nicht. Die sind die einzigen. Aber Kiffen ist wohl erlaubt. Kiffen meinte ich. Kiffen ist im Auto erlaubt? Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Sandra sagen, auf Englisch verfassen und Benelux erwähnen, fertig. Ja. So, ich verabschiede mich ins nächste. Man hört sich auch. Jo, wir hören uns, mein Lieber. Bis dann, schön, dass du da warst. In Belgien gilt ein Rauchverbot im Fahrzeug, wenn sich in diesen Personen unter 18 Jahren aufhalten. Naja gut, über 18 bin ich ja schon, sonst dürfte ich das Ding hier ja nicht fahren. So, was sagt denn der Wecker hier? Mal auf Uhr glotzen. Oha, Leute, ich rauche mit euch jetzt noch eine. Und dann gehe ich offline.
anderes Handy. Was war denn hier los? YouTube, du bist jetzt live. Nee, echt? Ist ein Ding. Krass. So, weiter hier im Text. Achso, ich wollte mir eine Zigarette machen. Ey, mach doch mal in den Chat. Das hatten wir schon. Kann man alles beim ADAC nachlesen. Okay, Rolle Ü18. Ja klar, sonst dürfte ich das Ding hier ja nicht fahren. Ich gehe morgen früh laden und dann gehe ich über Konstanz in die Schweiz. Okay, mega geil. Schon lange nicht mehr da gewesen. Bestimmt jetzt schon. Doch, bestimmt ein Jahr war ich jetzt schon nicht mehr in der Schweiz, oder? Aber ich möchte dann dieses Mal bitte nicht mit dem Volvo in Basel rüberfahren. Ich hätte dann gerne den Actros dafür. Nicht, dass sie mir dann wieder erzählen, ich bin zu hoch. Wie haben wir das früher bloß überlegt? Unsere Eltern haben auch im PKW geraucht. Oh, ich habe auch schon so eine Diskussion gehabt mit so einem komischen Typen, Alter. Ich weiß nicht, ob das ein Öko-Fuzzi war oder was, keine Ahnung. Ich habe im Auto eine geraucht. Beide Fenster vorne komplett spergelweit aufgehabt. Ne? Meine Tochter saß hinten drin. So, da blafft er mich da total an, Alter. Ich rauche im Auto, da ist ein Kind drin, das gehört angezeigt. Ich habe ihn angeguckt, ich sage, aber willst du denn jetzt, du Vogel, Alter? Ne? So ein Typ so, lass den so Mitte, Ende 40 gewesen sein, ne? Blafft er mich an, dann kommt der voll dicht an meine Scheibe ran und blubbert mir da ein Sein, spuckt mich auch an beim Sprechen, Junge. Und ich sag, Digga, mach einen Abflug, Alter. Ne? Ist das meine Entscheidung, Alter, was ich hier in meinem Auto mache und nicht deine? Ja, da sitzt ein Kind drin, Ich sag, das ist meine Tochter. Und wenn ich ihr jetzt eine Zigarette in den Hals werfe und sag, darf seine rauchen, dann ist das meine Entscheidung. Also verpiss dich jetzt von ihr. Ja, der hat mich so sauer gemacht, der Typ, ne? Ohne Witz. Kann ich überhaupt nicht ab, sowas. Da kann ich überhaupt nicht ab. Ernsthaft. In meinem Auto mache ich, was ich will und nicht, was der Staat will. Und mit meiner Tochter mache ich auch, was ich will und nicht, was der Staat will. So, und wenn ich der Meinung bin, meine Tochter wünscht sich mit 12 ein Tattoo und ich sage, so, okay, kriegst du, dann kriegt sie eins, ganz einfach. So, mache ich natürlich nicht, aber ne, als Beispiel. So, was soll der Käse? So, guck dir, weiß ich nicht, andere Schwangere an. Früher, meine Oma zum Beispiel, da ist nichts drin geblieben an Essen, Trinken oder irgendwas, außer Schnaps, der ist drin geblieben. So, deswegen bin ich auch nicht mit drei Armen hier auf die Welt gekommen, weil meine Mutter quasi als Baby schon Schnaps gekriegt hat. Also so ein Schwachsinn, da gibt auch Menschen, die machen da so ein paar Lava draus, ne? Ernsthaft. Wirklich. Genauso, wenn dann die Leute zu dir kommen, weil du einen LKW im Sommer laufen lässt, weil die Standklima einfach die Hitze hier drinnen nicht runterkriegt, Junge. Die blubbern nicht da voll, Alter, weil es Umweltverschmutzung, weil Greta Thunberg irgendwann mal aus dem Nest gefallen ist und gesagt hat, ich bin behindert, das liegt an euren Abgasen. Ja, weiß ich nicht. Da könnte ich mich stundenlang drüber aufregen, über so einen Schwachsinn, ey. Aber wir sollen dann hier in der Hütte drinnen sitzen, wo du bei 15 Grad plus schon, 15 Grad Sonnenschein, das reicht schon aus, dass du hier drinnen getoastet wirst in so einer Karre. Also, weiß ich nicht. Aber bei Hunden ist das dann wieder anders. Ne? Bei Hunden, dann lass das Auto laufen, dann, dass die Klimaanlagen Luft kriegen und so, dass es kalt ist im Auto. Ne? Ja, ja. Schön behindert seid ihr. Die Höhe der Geldstrafe beim Rauchverbot in Niederlande zwischen 450 Euro und 450.000 Euro pro Verstoß liegen. Und die richten das ja also mal vor Ort fragen. Ja. Könnte ich mal machen, wenn ich das nächste Mal in Holland bin. Gute Nacht, Rollo, und vielen Dank fürs Stream. Bis Donnerstag. Jo, bis Donnerstag, JP. Schön, dass du da warst. Und dir auch eine gute Nacht natürlich. Ich dachte, die Kiste darf man schon mit 15 fahren.
Weiß ich nicht, darf man das? Nee. Weil heutzutage ist alles möglich, du. Wollen wir mal nicht abstreiten, ne? Das ist so. Richtig. Oh nein, ich lebe noch, obwohl ich als Kind. Dreck und Wasser aus dem See verschluckt. Ja, ist so. Wir haben auch Regenwürmer gefressen als Kinder, ne? Weiß ich nicht. Ist kein Wunder, dass die Kinder heutzutage alle krank sind, wenn sie nichts mehr dürfen. Mein Sohn, der hat damals, da war der 1,5 Jahre alt, hat er Schnecken gefressen. Fand ich nicht appetitlich. Aber ich habe auch keine Ahnung, wie viele Schnecken er gefressen hat, bis ich das dann gesehen habe. Aber als wir dann mit dem Auto gefahren sind, dann hat er mir auf jeden Fall die ganze Hütte voll gekotzt. Fand ich nicht lustig. Der lebt immer noch. So. Weiß ich nicht. Oh nein, du darfst keinen Sand in den Mund nehmen. Lass die Kinder doch einfach Kinder sein, Junge. Was kann dann schon großartig passieren, Junge? Die kotzen den Dreck wieder aus und dann ist gut. Speikinder sind Gedeihkinder, das ist so. Und wenn ein Kind immer nur davor bewahrst, nicht krank zu werden, glaub mir, wenn die nachher erwachsen sind, Junge, die haben das schlimmste Leben, Junge. Die sind ständig beim Arzt, haben irgendwelche Krankheiten oder sonst irgendwelche chronischen Sachen. Nachher, das ist Müll einfach. Aber wem erzähle ich das? Ich bin auch nicht gestorben. Bin auch im Raucherhaushalt groß geworden. Vielleicht rauche ich ja deswegen. Ich verklag meinen Vater. Du hast geraucht, ich kriege jetzt 24.000 Euro Schadensersatz pro Zigarette. Oh Mann, ey. Die Menschheit wird auch immer behinderter. Oh, mein Nachbar, Herr Krause, scheint heute schon mitgegangen zu sein. Die kriegen bestimmt im Baumarkt wieder Ware. Er muss früher anrücken. Dreck reinigt den Magen, sagte mein Vater immer. Ja, ist so. Das hat meine Mutter auch immer zu mir gesagt. Dreck reinigt den Magen. Gibt ja auch einen Grund, warum Hunde den Dreck fressen draußen auf der Wiese oder den Rasen abmähen. Dreck reinigt den Magen. Dann kotzen sie das wieder aus und ist gut. Ich weiß noch, die erste Frage im Kindergarten von der Erzieherin, darf sich ihr Kind schmutzig machen? Mein Blick war bestimmt Gold wert. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Sehr, sehr gut. Ich habe damals sogar Ärger gehabt mit unserem Kindergarten, weil, als meine Tochter da ankam, da haben die das gerade so angefangen, hier mit diesem veganen Müll da zu ernähren. So, und da habe ich dann, hat meine Tochter mir das erzählt, und habe ich dann die Erzieherin gefragt, wie jetzt vegan ernähren hier und so. Und da hatte sie gesagt, naja, da wollten wir sie sowieso noch drauf ansprechen, ob sie damit einverstanden sind, dass wir ihre Tochter vegan ernähren. Da habe ich gesagt, nee. Ich sage, da schiebst du einen Schnitzel rein, aber kein Tofu-Müll oder irgendwie sowas. Wo kommen wir denn da hin, Alter? Dass die im Kindergarten schon beigebracht kriegen, dass der ganze Müll von heute, Alter, einfach völlig normal ist. Geht nicht. Ist, weiß ich nicht. Das Schwein wird gezüchtet zum Töten und zum Fressen. Für nichts anderes. So, fertig. Vegane Ernährung. Wo kommen wir denn hin? Die nächste Generation, die lernt dann im Kindergarten, dass Gendern total normal ist. Weiß ich nicht. Nee. 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 Gab's früher, als ich Kind war, gab's sowas alles nicht. Nee. Da haben wir noch geholfen beim Schlachten. Sakrotan macht das schon, so ein Mist. Wir wurden über Putzmittel aufgeklärt, dass die für uns schädlich sind und wurden weggestellt, aber nicht verschlossen. Ja, genau, Blut gerührt. Ja, ist so. Früher noch beim Schlachten mitgeholfen. Heute, das Jugendamt hat mir mal gesagt, weil meine Tochter mal Fische mit ausgenommen hat. Fische, also die Schuppen abgekratzt, ne, aufgeschnitten und die in den Rhein rausgeholt. Darf ich meiner Tochter nicht zeigen. Ich sag, bitte was? Ja, das ist gewaltverherrlichend oder irgendwie sowas, hat sie da gesagt. Das könnte meinem Kind schaden. Mhm. Was schadet meinem Kind jetzt mehr? Nichts zu essen zu kriegen oder zu wissen, wo es herkommt?
wie es zubereitet wird? Ich weiß ja nicht so ganz. Ne? Also, keine Ahnung. Kann ja sein, dass sie jetzt psychisch voll einen an der Pfanne hat, aber den Eindruck macht die aber irgendwie nicht. Naja, das ist Deutschland. Bei mir kommt nichts Veganes auf den Tisch, aber bei mir auch nicht. Das T-Shirt von Mario Barth will ich haben. Welches T-Shirt? Ich weiß auch, die Milch kommt aus der Tüte. Ja, ist so. Ist so. Die Kinder wissen doch heute gar nicht mehr, Alter, wie frische Kuhmilch frisch aus dem Euter schmeckt, Alter. Früher bist du als Kind bist du hingegangen zum Bauern, Junge, hast du so ein Glas Milch geholt oder eine Kanne frische Milch geholt zum Frühstück für die Cornflakes oder so. Da kennen die doch alle gar nicht hier. Heutzutage. Hä? Wir haben im Biounterricht ein Huhn auseinandergenommen. Ja. Das gibt's heute nicht mehr. Dafür wird aber in der zweiten Klasse schon Geschlechts- oder Sexualkunde durchgenommen. Das ist natürlich sehr wichtig für 5-6-jährige Kinder. Dass die schon wissen, wie man vögelt, ist super wichtig. Ernsthaft. Muss man wissen natürlich. Ne? Aber wie man sich versorgt, einen Fisch angelt, den ausnimmt, den fertig macht, das ist natürlich totale Katastrophe. Noch geiler ist es selber melken und dann Kakao da rein. Ja, wenn der kleine Fettfilm noch oben drauf schwimmt auf der Milch, ne? Das ist voll geil, Mann. Früher nur gemacht. Ich gender nicht. Ich habe einen Schulabschluss. Und auf der Rückseite steht, halt die Fresse, dich hat keiner gefragt. Ah, das erklärt so einiges, warum ich weg hab. Ein weg hab. Ja, oder? Ist so. Fürchterlich. Fürchterlich, ihr Lieben. So, ihr habt schon. Zum Abschluss, das war's gewesen. Hat mich gefreut, mal wieder live zu sein mit euch. Und ich freue mich dann auf Donnerstag, wo ich. Donnerstag sind wir auch. Wenn ich nicht wieder nachts fahren muss, gehen wir Donnerstag auf jeden Fall live. Letzten Donnerstag bin ich nachts gefahren, also tagsüber habe ich da gepennt und um 12 Uhr mittags live gehen, hat mitten in der Woche irgendwie auch keinen Sinn gemacht. Ne? Also von daher, Hübschen, hoffe ich, dass euch das Stream gefallen hat. Und würde sagen, schlaft alle schön. Schön, dass ihr alle so zahlreich da wart. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns Donnerstag wieder, ihr Lieben. Nicht wahr? Macht's hübsch. Reingehauen. Irgendwo war hier mal das X. Da.